Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu Ausgelevelt, der Podcast, der das Max-Level schon längst erreicht hat. Und natürlich bin ich wieder nicht allein, denn wenn ich allein wäre, hätte ich sehr wenig zu reden heute. Deswegen habe ich mir den Kave wieder dazu geholt, natürlich, der gehört zum Sortiment schon dazu. Deswegen hallo Kave und hoffentlich kannst du diese Show etwas verlängern. Ja, Lialo, mein guter alter Micha. Du bist so bescheiden, warum bist du so bescheiden? Du bist der Mann mit der geballten Ladung Gaming-Wissen. Der Mann mit dem Gamer-Score über 9000. In der Tat eine Koryphäe auf dem Gebiet der Videospiele. Das kann man nicht oft genug erwähnen. Da sagst du was zu meinem Gamer-Score. Ich habe tatsächlich diese Woche die 300.000 geknackt. Okay, nicht schlecht. Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Ich von mir hier schütte dir die Hand. Ja. Auch wenn wir physisch nicht da sind. Genau, virtuelles High Five. So, und jetzt aber weiter im Text. Ja, denn endlich. Ich hatte schon Fake News vorbereitet. Doch, sie sind nicht mehr nötig. Ja. Denn diese Woche fand ich dann doch die eine oder andere News. Tatsache. Mehr als ich. Also ich habe echt diese Woche sehr wenig gefunden. Da bin ich sehr gespannt, was du alles uns heute auftischst. Und mal gucken, was davon fake ist und was nicht. Mal schauen, ob ich das herausfinde. Was ist es, was nicht? Aber bevor wir in die News und Ankündigungen gehen, ist natürlich die große Frage wieder, was hast du denn diese Woche so gezockt? Ja, also diese Woche habe ich eine richtig schöne kleine Spieleperle gezockt, basierend auf einer recht alten Fantasy-Comic-Reihe, die ich aber vorher gar nicht kannte. Ich weiß auch nicht, ob man unbedingt Vorkenntnisse braucht. Mhm. Man wird aber schon irgendwie direkt reingeschmissen. Die Story scheint aber ohnehin nicht der Schwerpunkt zu sein. Die Rede ist von Battle Chasers. Ach, ich wusste es. Krass. Als du das erzählt hast, habe ich direkt an Battle Chasers gedacht. Ja. Ich wollte eigentlich fragen, ob du es weißt, aber du wusstest es. Ja, doch. Ich wollte nämlich gerade fragen, ist es rundenbasiert? Dann hätte ich es gewusst. Nee, weil das mit dem Comic, da habe ich nämlich auch, das Comic habe ich nicht gelesen, ich würde es aber sehr gern lesen. Das wird aber relativ teuer verkauft auf eBay. Okay. Deswegen, okay. Suche ich da immer noch eine günstige. Also ich glaube, die englische Version ist teuer, die deutsche gibt's aber. Aber ja, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Weil da bin ich auch Bäcker gewesen von dem Spiel. Ach, okay. Weil ich Darksiders so sehr mag. Und den Stil, das ist ja der gleiche Stil von Darksiders, nur in einer anderen Grafik-Engine. Weil es derselbe Zeichner ist. Deswegen habe ich das direkt gebackt, als ich es gesehen habe. Deswegen bin ich gespannt, ob meine Investition sich gelohnt hat. Ja, das werden wir rausfinden. Also im Kern ist es ein klassisches JRPG, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht danach aussieht. Mit rundenbasierten Kämpfen natürlich das Artdesign, wie du schon sagst, erinnert sehr stark an Darksiders, was mir sehr gut gefällt. Man bewegt sich im Spiel auf einer gezeichneten Oberwelt auf festgelegten Pfaden. Es gibt keine Zufallskämpfe. Die Gegner warten hier an festgelegten Punkten auf der Map. Aber das ist nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wenn man Dungeons betritt, dann wechselt man in eine isometrische Perspektive und kann sich frei bewegen, wie auch die Gegner auch. Und die Dungeons selbst sind auch teils zufallsgeneriert. Es sind halt so wie so Bausteine, so halt in jede Richtung. Inwiefern es zufallsgeneriert ist, ob es auch. Es gibt auch viele kleine Rätsel, so ich weiß nicht, ob die auch teilweise einfach immer festgelegt sind, das weiß ich nicht. Müsste man mal ausprobieren. Aber insgesamt gibt es auch 6 Charaktere, die mir vom Design auch ganz gut gefallen. Ich finde auch ganz witzig, dass gerade so ein großer Roboter eher so ein Highlight ist. Okay, cool. Das finde ich ganz lustig. Von den 6 Figuren können aber nur 3 gleichzeitig kämpfen. Man muss sich auch vorher mal festlegen, weil man in Dungeons nicht switchen kann. Oh, okay. Leveln denn die Leute, die nicht dabei sind, auch irgendwie mit? Ich glaube nicht. Oh, ich glaube, also, jeder will nicht mit. Ja, das heißt, wenn man sich für ein Team entscheidet, könnte es sein, dass das andere Team quasi keine Levels bekommt. Das stimmt. Ah, okay. Aber man kann ja schön grinden. Das stimmt. Also jeder Charakter hat auch 2 begrenzt nutzbare Dungeon-Fähigkeiten, also Sachen wie Gruppenheilung, Schutzschilde gegen Fallen. Oder man kann Gegner vor Kampfbeginn stunnen. Also sehr viel Nützliches, aber wie gesagt, man kann jede Fähigkeit nur 6-mal benutzen. Und die rundenbasierten Kämpfe selbst sind sehr taktisch. Jeder Charakter hat 4 normale Aktionen, die schnell ausgeführt werden, und 12 stärkere, die Mana verbrauchen. Mhm. Und eine längere Vorbereitungszeit dadurch haben. Normale Attacken generieren rotes Mana, das nur temporär für den aktuellen Kampf zählt und zuerst verbraucht wird. Eine ganz nette Idee, so kann man sich sein Mana quasi für die richtig harten Kämpfe aufsparen und trotzdem starke Skills benutzen. Hört sich interessant an, ja.
Dann hat man auch noch eine dreistufige Superanzeige, nenne ich sie so mal, die sich mit Angriffen auflädt und für die ganze Gruppe zählt. Jede Figur hat drei Superaktionen, die ein, zwei oder drei Balken verbrauchen. Und das sind dann schon teils recht mächtige Effekte, die sie da haben. Die helfen auch gerade in Bosskämpfen, ist das schon eine enorme Hilfe. Also die Kämpfe machen richtig viel Spaß, muss ich sagen. Ein bisschen grinden muss man ab und zu auch, okay. Denn zwei oder drei Levelunterschied mit dem Gegner ist hier schon zu viel. Oh, okay, krass. Das ist schon heftig, was das Stärkeverhältnis angeht. Aber natürlich verdient man sich auch Loot, einen Abschluss von Dungeons. Jeder Dungeon hat drei Schwierigkeitsgrade und entsprechende Beutekisten nach Abschluss. Im Grunde genommen macht das Spiel nicht wirklich etwas neu, aber es macht auch nicht wirklich etwas falsch. Oh, es ist, das ist ja auch gut. Es ist ein sehr solides, spaßiges, kleines Rollenspiel und das hat mir auch völlig ausgereicht. Also okay. Mir hat es echt die Freude gemacht. Also hast du auf jeden Fall guter Back war das gut auf investiert. Jeden Fall, kann man sagen. Ich kann nicht Schlechtes sagen, ich kann aber auch jetzt nicht sagen, dass das Spiel jetzt irgendwas überragend anders macht als an vergleichbare. Okay, Spiele. Hast du es durchgespielt? Durchgespielt nicht, aber 15 Stunden bin ich schon okay. drin. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Okay, aber das war meine Frage gewesen. Die Karte sieht jetzt nicht übermäßig groß aus. Ich denke, 30 Stunden schätze ich mal. Ja gut, das ist ja eine gute Zeit auf jeden Fall. Das ist vollkommen okay, man muss ja auch jetzt nicht übertreiben. Genau. Also mir macht Spaß, ich werde es auf jeden Fall durchspielen, weil es ist einfach ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, hat ein gutes Design und die taktischen Kämpfe, die sind... Das ist so die große Stärke vom Spiel, würde ich sagen. Mhm. Die Kämpfe sind schon sehr gut. Manchmal gibt es Wellen, die man quasi in Kämpfen quasi, gibt es die eine Welle und dann kommt die nächste Welle. Also das kam jetzt noch nicht so oft vor. Aber ich finde es nett. Okay. Also, das ist ein gutes Spiel. Hört sich gut an. Wollte ich noch irgendwas fragen? Jetzt habe ich es vergessen, verdammt. Ja, es gibt auch Städte, man kann auch beim Schmied, kann man auch so aufwerten, dass man, aber das Crafting habe ich jetzt braucht man jetzt im Grunde genommen nicht. Man findet genug. Also nur für Achievements wahrscheinlich oder Trophies dann. Ja. Es ist auch schön, dass es so kleinere so Pen-and-Paper-Elemente gibt, dass man quasi Multiple-Choice-Fragen, so kleine Rätsel, wo man ein kleines Rätsel aufgetischt kriegt und dann muss man es lösen, dann wird man belohnt. Es ist schon, finde ich, das sind schon viele kleine, sympathische Elemente. Ja. Wie ist das denn mit der Story? Weil ich habe gehört, das ist quasi die Fortsetzung des Comics, weil das Comic ja nie zu Ende geführt wurde. Also du weißt auch, den Anfang, der wird dir nicht erklärt? Also am Anfang geht es eigentlich, soll ich den Anfang... Ja, jetzt nicht spoilern, aber ja. Also wirst du einfach in die Geschichte reingeschmissen, ohne dass du weißt, wer die Charaktere sind? Weil ich weiß ja, in den Comics werden die einem quasi erklärt, wer das ist und... Überhaupt nicht. Du hast den Charakter, bam, und... Zack, und los geht's. Okay, also es fühlt sich wirklich so an, als wenn da was fehlen würde am Anfang. Ja, das okay. würde ich schon sagen, ja. Weil das habe ich ja gehört, weil das Comic wurde leider irgendwann mal eingestampft, weil es sich wohl nicht mehr gut genug verkauft hat. Und deswegen kam ja dann, ich weiß nicht, 10 Jahre später oder ich weiß nicht, wie lange das her ist, dann das Spiel, also das Kickstarter, das ist dann quasi das Ende der Geschichte. Oder der Abschluss. Ich glaube, es sollte dann mittlerweile ein neues Comic sogar noch kommen. Aber halt auf jeden Fall ist das Comic, was nie veröffentlicht wurde, hat er dann in Spielform entwickelt. Und ich habe mal gehört, dass da angeblich der probiert, jetzt wieder neue Comics rauszubringen, also eine neue Serie. Aber, also das heißt, es wäre schon praktisch, wenn man das Comic gelesen hat. Auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall sagen, weil... Aber ich es ist nicht notwendig. Weil du hast es ja nicht gelesen und kommst ja trotzdem klar. Zum Spaß haben muss man es nicht. Aber natürlich, wenn man die ganze Welt, alles, alle Figuren, die Hintergründe, alles natürlich verstehen will, dann sollte man schon die Comics, glaube ich, lesen. Also ich glaube schon, dass es... Ja. auf jeden Fall hilft. Kann ich mir vorstellen. Aber die Story ist jetzt sowieso eine böse Hexe, die will böse Sachen machen, das ist so jetzt die Story. Final Fantasy 8. Also so gesehen, also ich finde das Gameplay da schon, also es reicht mir, also ich muss jetzt die Story nicht unbedingt verstehen, um Spaß zu haben. Also sie ist trotzdem noch okay, die Story, auch wenn du jetzt nicht weißt, wer die Charaktere sind, wie sie sich getroffen sie haben schon, und sowas. Ist schon eine, es ist schon eine generische Fantasy. Okay. So, ja gut, also 0815 rette die Welt, okay. Ja, sowas. Okay. Vielleicht tue ich dem Spiel Unrecht, am Ende wandelt es sich quasi in eine andere Richtung und dann wird es komplex. Vielleicht, ich will dem Spiel nicht Unrecht tun, aber bislang ist es eher so, ja gut, hat man schon ein paar Mal gesehen. Ja, ist heutzutage auch schwer, um ehrlich zu sein, so ganz neue
Stories zu machen. Aber ich würde es jetzt nicht schlechter reden, als es ist, weil das Spiel ist halt, es macht halt Spaß und darauf kommt es an. Mm-hmm, genau, das stimmt. Dann ist es halt für Fans natürlich, die das Comic gelesen haben, ist es dann nur Bonus. Ist natürlich dann noch besser. Genau, genau. Ja, das setzt doch schon an, dass auch jemand, der das Comic nicht gelesen hat, trotzdem Spaß mit dem Spiel hat, obwohl er, sag ich mal, die ganzen Charaktere nicht kennt. Ja, bei mir auch der Fall so. Aber ja, das freut mich doch, dass mein Geld gut investiert wurde. Danke, da muss ich mich bei dir bedanken, danke. Ja, ich bin ich glaube, ich müsste in den Credits sein. Echt? Ja, echt? Das ist, okay. Ich bin ja auch bei, ich mal drauf achten, wenn ich noch. Sehr cool. Hier, nicht Banjo-Kazooie, wie heißt es? Yooka-Laylee, da ist auch mein Name dabei. Okay. Also bei den meisten Spielen habe ich immer so viel gebackt, dass ich das Spiel bekomme und dann meistens auch mein Name in den Credits ist. Ich glaube, bei Bloodstained ist mein Name auch drin. Bloodstained hat angeblich einen Abspann, der eine Stunde lang geht. Weil da alle Backers einmal aufgerufen werden und das dauert halt ein bisschen. Und deswegen gibt es auch, also ich habe es noch nicht durchgespielt, den kann ich nicht bestätigen. Aber da gibt es dann auch so ein paar Backer, die dann hingeschrieben haben, Hashtag fuck Konami und sowas. Ist dann halt ein Bäckername quasi. Ach so, okay. Und ja, da hat wahrscheinlich einfach einer nur Copy-Paste gemacht für die Liste, für die Credits und hat die nicht durchgegangen, weil keine Ahnung, wie viel tausend oder Millionen Leute da gebackt haben, dass da einer sich da die Mühe gemacht hat, die alle aufzugucken. Glaubst du, das ist keinem aufgefallen? Oder sie haben es extra drin gelassen, das kann nicht sein. So als Gag, da hat er gesagt, komm, wer guckt sich das schon eine Stunde lang an, weißt du? So, ja, und dann haben die weil da sind wohl mehr solche Sachen und vielleicht gibt es da noch mehr, als wir wissen, weil ja, eine Stunde lang muss man sich diese Bäcker angucken. Habe ich nur gehört, deswegen, ich werde es bestimmt noch verstehen. Und ich glaube, mein Name müsste auch dabei sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den da weit bin. Und dann kann ich auch direkt sagen, was ich diese Woche gespielt habe. Und natürlich, genau. Bloodstained habe ich jetzt eigentlich auch gespielt, weil ich es ja auch letzte Woche bekommen habe, eigentlich, weil ich ja auch da Bäcker war. Und da gab es dann nochmal so ein extra, extra Schuber, der so ein bisschen glitzert. Sieht ziemlich cool aus. Den gab es extra noch dazu und dann halt die normale Spielpackung. Und also ich kann nur sagen, wenn man Castlevania Symphony of the Night gespielt hat und geliebt hat, dann ist das genau das Spiel, auf das man gewartet hat. Man könnte es vielleicht auch negativ sagen, weil es im Prinzip genau dasselbe ist. Also außer eine andere Story und andere Charaktere natürlich, ist es im Prinzip Symphony of the Night. Beziehungsweise ich würde sogar hingehen, was nichts Schlechtes ist. Nichts Schlechtes. Genau, es ist sehr, sehr identisch, macht halt Sinn, weil es Igarashi ist. Es hat aber ein paar mehr Elemente, weil es auch Elemente von den späteren Castlevanias nimmt, die es zum Beispiel auf dem DS gab. Ich habe ja auf dem DS dann auch ganz viele Igarashi-Castlevanias, die alle Metroidvanias waren. Und zum Beispiel Order of Ecclesia, das war das letzte, wo man ja auch so eine Frau gespielt hat, die keine Waffen benutzt hat, sondern ihre Waffen beschworen hat. Und wenn man Gegner besiegt hat, dann hat man zum Beispiel ein neues, also sie hatte so Tattoos an den Armen und auf dem Rücken und dementsprechend konnte man dann bestimmte Sachen an dieses Tattoo quasi binden und dann hat man eine Waffe gehabt. Also wenn man an die Arme ein Schwert hatte, dann konnte man so ein Schwert beschwören. Man hat es aber nicht als Waffe benutzt. Also man hat nicht die Waffe an sich gehabt, sondern beschwört. Und man merkt, dass von diesem Teil halt viele Sachen in das Bloodstained übernommen werden, weil einmal die Frau ist der Hauptcharakter, die Miriam. Oder Miriam. Und sie hat halt auch, sie ist ein Shardbinder, ein Scherbenbinder auf Deutsch. Und die können halt in ihren Körper diese Scherben aufnehmen und das sind halt Fähigkeiten, die sie von Gegnern bekommen. Also jeder Gegner im Spiel kann mit einer bestimmten Prozentanzahl seine Fähigkeit einem geben. War ja auch bei Symphony of the Night gab es das ja auch, wo man dann die beschwören konnte. So wenn man Fledermäuse umgebracht hat, hatte man eine Chance, eine Fledermaus als Companion zu bekommen. Okay. Das gab es ja auch. Natürlich gibt es auch die Items. Dieses RPG-Element ist quasi 1:1 Castlevania Symphony of the Night. Ne, mit den Rüstungen, mit den Haarsachen. Was sehr cool ist, manche Sachen sieht man am Charakter. Oh, also, das finde ich immer schön. Genau, das, sie hat zum Beispiel einen Schal an. Den Schal, das ist ein eigener Slot, der Schal. Also es gibt mehrere Schale, oder Schals, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Schal ist. Auf jeden Fall gibt es da mehrere von. Und die ändern dann auch. Zum Beispiel einer, der sieht dann aus wie so Fledermausflügel. Der heißt dann auch Fledermausschal. Dann gibt es den Bunny-Schal. Das sind dann so kleine Hasen an den Enden dran. Und das sieht man auch am Charakter, was ich ziemlich cool finde. Auch manche Accessoires sieht man. Zum Beispiel so eine Maske, wenn man die hat. Dann sieht man die Maske natürlich. Man sieht auch Haarreifen oder Hörner hat sie direkt am Anfang an. Das kann man alles ändern. Man kann sogar die Frisur ändern vom Charakter. Es gibt tatsächlich eine Art, ich sag mal, Mini-Quest-Reihe, wo man halt einen verfluchten Dämon hat, der halt verflucht wurde von seinen Scheren. Und er ist dafür verflucht, die perfekte Frisur. Er muss 666 Leuten eine Frisur schneiden.
Und man kann im Spiel halt neue Frisuren finden, das sind dann so Rezepte. Dann kann man zu dem gehen und es gibt, glaube ich, auch ein Achievement, wenn man alle gefunden hat. Und dann kann man sich quasi die eigene Frisur, die Haarfarbe kann man ändern, man kann die Hautfarbe ändern, man kann die Augenfarbe ändern. Also man kann sich quasi seine extra Miriam machen, wie man möchte. Das ist, ist ein netter Gag, vor allem, weil es erst später im Spiel kommt. Also nicht direkt Character Creation, direkt am Anfang, sondern erst irgendwann kommt das so nach 2-3 Stunden Spielen, denkt man sich auch so, okay, krass, jetzt kann man plötzlich den Charakter erstellen. Ist ganz nett, ist auf jeden Fall lustig. Ja, es gibt viel mehr Dialoge als in Symphony of the Night, aber das haben sie mit den anderen Castlevanias auf dem DS. Ich weiß nicht, hast du die jemals gespielt? Die DS-Castlevanias? Nee, hab ich nicht. Da haben die halt auch viel, viel mehr Story reingebaut, dass die Charaktere viel mehr Konversationen miteinander führen. Es gibt viel mehr Mini-Quests und sowas. Es gab ja so ein, zwei Mini-Quests gab es ja bei Symphony of the Night auch, aber später bei den DS-Teilen war das halt viel mehr. Hier auch, man kann Samen finden, also zum Beispiel Kartoffelsamen oder Maissamen oder so, das kann man einem NPC geben, der macht einem dann, der baut die an und dann kriegt man halt dementsprechend Materialien, weil man auch Crafting jetzt kann, das ist relativ neu, würde ich sagen, in Form. Ja. Es ist sehr simpel gehalten, man findet einfach die Sachen, geht zum Typen und dann kann man sie bauen, also es ist jetzt nicht, dass man da irgendwie noch 5000 immerhin. Schritte machen muss, also es ist relativ simpel gemacht und die Sachen findet man einfach beim Spielen. Also man geht einfach so, sag ich mal, alle paar Stunden nach jedem Boss vielleicht nochmal in die Hauptbar oder in den Hauptraum, wo die ganzen NPCs sind und dann guckt man mal, was kann man jetzt Neues bauen an Waffen, Ausrüstung. Man kann aber auch kochen, das ist neu. Man kann sich jetzt quasi selbst Health-Items bauen. Auch die werden ganz normal gefunden. Gegner können halt Milch droppen oder Eier oder was auch immer. Und dann hat man halt Rezepte, die man finden kann. Und diese Rezepte sind einmal Leben, geben die natürlich, also wie ein Trank kann man die benutzen. Aber wenn man die zum allerersten Mal isst, kriegt man sogar einen Stat-Bonus. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die zu machen. Das sind natürlich keine großen Stat-Bonis, das ist dann manchmal so 20 Leben mehr. Aber hey, 20 Leben sind 20 Leben. Oder ein Stärke mehr. Und das bleibt halt dauerhaft. Das ist kein Buff, das ist einmal. Also man muss einmal dieses Rezept machen, direkt essen und dann hat man das. Man hat diese Sachen, kann man aber trotzdem noch mehrfach benutzen, weil man die immer noch als Heiltränke benutzen kann in Bossfights oder so. Gibt natürlich auch eine Quest dafür, da ist so eine alte Oma, die möchte sich an das Essen erinnern, was sie früher gegessen hat. Das heißt, da muss man ihr Pommes machen, Reisbällchen und sowas, dann kriegt man da auch nochmal extra Quests für. Dann halt Waffen kann man erstellen. Man kann die Scherben, die man findet, also die man bekommt von Gegnern, kann man aufwerten, dass sie stärker werden. Also da gibt es dann auch Materialien, genau wie die Waffen. Es gibt Techniken, die man finden kann. Das gab es ja auch in Symphony of the Night. Das gab es in den anderen Teilen nicht so krass. Bei Symphony of the Night gab es ja so ein paar Geheimtechniken. So nach dem Motto Halbkreis nach vorne und schlagen. Und dann macht man plötzlich so einen Feuerball oder sowas. Ja. Genau, da gab es so ein paar Moves. Hier gibt es viel, viel, viel mehr. Also richtig viele. Und was ich ein bisschen blöd finde, man kann leider nicht alle auf jede Waffe benutzen. Also wenn man zum Beispiel ein Move hat, die werden auch wieder Fighting-Game-mäßig ausgeführt, Halbkreis nach vorne, Viertelkreis nach hinten, irgendwas. Also das sind so bestimmte Moves. Die sehen immer sehr cool aus auf jeden Fall. Sind nicht so hundertprozentig nützlich, muss ich persönlich sagen, weil es meistens viel zu lange dauert, die auszuführen. Bis dahin hat man schon zweimal geschlagen. Aber man kann die Techniken auch leveln. Also es kann sein, wenn die dann mal gemeistert ist, die Technik, dass sie dann halt deutlich besser wird. Das habe ich noch, soweit habe ich es noch nicht geschafft. Denn hier kommt das, was ich ein bisschen blöd finde. Man kriegt eine Technik zum Beispiel für einen Speer. Will die ausführen, die kann man halt nur mit einem bestimmten Speer ausführen oder mit drei bestimmten Speeren. Das heißt, wenn man diesen Speer nicht benutzt, dann kann man diese Technik mit dem anderen Speer nicht benutzen. Aber der andere Speer könnte eine andere Technik haben zum Beispiel. Das heißt, da steht immer, man findet die Technik, so in Bücherregalen, liest die, kann man halt lesen, da kriegt man entweder Story oder Techniken und dann sieht man halt zum Beispiel bei den Kampfstiefeln hat man dann so einen Move, so zweimal nach unten X drücken zum Beispiel, ist dann ein Move. Den kann man dann ausführen. Den kann man aber nur mit den Kampfstiefeln oder mit den Killerstiefeln, aber nicht mit den Steam-Stiefeln zum Beispiel. Also das ist dann so ein bisschen, muss man mal gucken, okay, welche Waffe habe ich jetzt gerade? Ah, okay, das ist die kann die Technik. Man kann einfach ausprobieren, dann sieht man ja, welche funktionieren. Das finde ich ein bisschen blöd, aber ich verstehe, glaube ich, auch warum. Weil mittlerweile habe ich so viele Techniken für Schwerter, wo ich mir denke, boah, wenn ich diese alle Technik mit einer Waffe ausführen könnte, wäre das schon ein bisschen hardcore. Ja, das stimmt auch. Deswegen verstehe ich, glaube ich, das Balancing dahinter. Die wollten einfach viel mehr coolere Moves machen, dass du auch dann sagst, okay, ich nehme eine schwächere Waffe, weil ich halt diese Technik benutzen kann. Weil die Technik macht mehr Schaden als ein normaler Schlag. Und deswegen lohnt es sich dann auch, ein Schwert oder ein Speer zu nehmen, der vielleicht 5 oder 10 Stärke weniger hat, aber dafür diese Technik ausführen kann.
Also es ist schon so ein bisschen Mindgame, sage ich mal, dahinter. Ist ganz cool. Auch bei Schusswaffen gibt es auch. Gab es ja auch in Symphony of the Night und in den anderen Teilen. Hier gibt es sogar mehrere Schusswaffen. Die haben auch Techniken, so Schnellfeuer. Dann kannst du ganz schnell schießen. Und da gibt es sogar Munition für. Also jede Waffe hat standardmäßig unendlich Munition. Dann sind die relativ schwach, die Waffen. Weil klar, du hast den Vorteil, dass du halt von Fernkampf machen kannst. Aber dafür machst du natürlich nicht so viel Schaden wie ein Großschwert oder sowas. Weil das wäre ja ein bisschen OP sonst. Ja, das stimmt. Es sei denn, du benutzt bessere Munition. Die ist nicht unendlich, gibt aber dann Hohlmantelgeschosse, Fullmantelgeschosse, Flammenschoss, alles Mögliche. Und die kann man auch craften. Also die sind auch ziemlich stark dann, wenn man die benutzt. Aber die sind halt immer limitiert auf eine gewisse Zahl, die du erhöhen kannst. Also am Anfang fängst du, glaube ich, mit ob 24 Schuss kannst du maximal tragen in deiner Waffe. Und du kannst in Secrets, ganz normal, wie es bei Castlevania üblich ist, in den Wänden gegen die Wände hauen, die gehen kaputt, dann kriegt man da, HP plus Max oder MP plus Max und jetzt gibt es auch noch Kapazität plus Max. Und Kapazität bezieht sich immer auf die Schusswaffen, dass du dann, ich kann glaube ich mittlerweile, ich glaube 50 Schuss tragen oder so, was schon recht stark ist. Man kann sich auch mehrere Loadouts machen, was ziemlich gut ist, das heißt, du kannst im Bosskampf schnell den Loadout wechseln, dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich einen Schusswaffen-Loadout mit der Waffe. Die Loadouts muss man aber finden tatsächlich, also die Slots. Man hat am Anfang nur einen und sobald man einen weiteren findet, dann kann man zwischen zwei wechseln. Das ist dann so ein Ringmenü im Prinzip, das man hat. Man kann natürlich auch immer Start drücken und einfach im Menü die Waffe wechseln, das geht auch, aber mit den Loadouts geht es natürlich schneller. Weil auch bestimmte Scherbenfähigkeiten zum Beispiel helfen dir beim Weiterkommen im Spiel, dass bestimmte Sachen kannst du halt machen, zum Beispiel Highjump oder sowas, ist dann zum Beispiel keine normale Technik, die du lernst. Also der Doppelsprung ist eine Technik, die kannst du immer einsetzen, aber der Highjump ist eine Scherbe. Heißt, die musst du immer ausrüsten, damit du ihn machen kannst. Aber wenn du gerade was anderes ausrüsten willst, lohnt sich natürlich dann halt, einen Loadout zu machen, damit du immer schnell wechseln kannst und nicht immer ins Menü gehen musst. Also da haben die auf jeden Fall nachgedacht und gesagt, ja, okay, das ist auf jeden Fall gut gemacht. Wie gesagt, die Loadouts, also eigentlich braucht man nur zwei, man kann aber, glaube ich, bis zu neun kann man am Ende theoretisch freischalten. Da kann man sich natürlich dann irgendwelche Waffensets bauen und dann halt mehrere Waffen benutzen. Auch wenn man die Techniken farmen oder leveln will, kann man das auf jeden Fall machen. Deswegen, das ist auf jeden Fall viel zum Rumspielen da. Optionen ist immer gut, deswegen ist das toll, dass es da ist. Ja, was kann man noch sagen? Also auf jeden Fall Castlevania. Bislang gefällt mir alles sehr gut. Also es ist schon, könnte man als so einen richtig guten geistigen Nachfolger von auf jeden Fall. David Hayter spricht den Prolog, was ich ziemlich cool hört. Allein dafür. Ja. dafür wobei ich leider sagen muss, ich bin mehr der Fan der japanischen Synchro tatsächlich. Es gibt auch eine japanische Synchro, weil Miriam hört sich deutlich besser an, finde ich. Die hört sich ein bisschen, im Japanischen hört sie sich einfach wie eine normale japanische Frau an, sage ich mal, was ziemlich gut passt. Und im Englischen hört sie sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen depressiv, so ein bisschen gelangweilt, sage ich mal. Weil sie ja auch, es geht aber, wenn man die Story, wenn man hört, was sie sagt, es macht Sinn, es macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Im Japanischen kommt mir das nicht so vor, muss ich tatsächlich sagen. Aber gut, das ist einfach nur, weil ich die japanische Stimme so nehme. Aber beide Synchros sind trotzdem toll, vor allem halt, selbst der japanische Charakter, der David Hayter spricht, ist auch ziemlich gut. David Hayter, ich würde gerne den auf Englisch haben und Miriam auf Japanisch haben, das wäre toll. Aber es ist trotzdem, ich habe beides halt jetzt immer so 2-3 Stunden gespielt, beide Synchros, und ich finde beide sehr gut. Ich bin jetzt derzeit auf der japanischen geblieben, einfach da, weil die ziemlich gut ist. Die Miriam hört man öfter reden, deswegen dachte ich mir, okay, ich will die auf Japanisch hören. Aber trotzdem, die englische Sprecherin hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, was kann man noch sagen? Also die Scherben, es gibt, wie viele Scherben? Ich glaube 5 verschiedene Arten von Scherben oder 6. Eine Scherbe ist halt zur Beschwörung von Sachen, also zum Beispiel Fledermäuse beschwören. Ja. Das ist dann aber ein Angriff. Also für kurze Zeit kommen Fledermäuse, die greifen an, oder halt ein Wolf oder sowas kann ich beschwören. Dann gibt es welche, die man schießen kann, also zum Beispiel Pfeile oder einfach ein Feuerball oder sowas. Das ist dann eine andere Art. Dann gibt es Passive, die mir zum Beispiel Resistenzen gegen Gift geben oder ich mache mehr Schaden, wenn ich Dolche benutze und sowas. Die gibt es. Dann gibt es noch welche, die also eine davon hilft beim Level, weil man dann so Steine hochheben kann. Das ist so eine Faust, mit der kann man nicht kämpfen. Aber eine andere, die auf dem gleichen Slot ist, verwandelt mich in ein Bunny Girl. So ein Dämon Bunny Girl. Und dann habe ich die Fähigkeiten von diesem Dämon Bunny Girl. Deswegen weiß ich nicht, unter welche Kategorie ich das machen sollte. Und dann gibt es natürlich die ganz normalen Fähigkeiten, also wie ein Doppelsprung zum Beispiel oder halt Tastenkürzel. Das ist halt Loadout. Das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die man vom Boss dann bekommt. Und da war noch ein, und dann gibt es natürlich auch Companions, die man rufen kann.
gab es ja auch in Symphony of the Night, wo man dann zum Beispiel so einen Ritter hat, der ganze Zeit um einen herumfliegt. Und die machen dann passive Sachen. Oder ein Buch, das aufgeht und mich bufft einfach. Weil das fliegt dann die ganze Zeit um mich herum. Ja, das, die können auch leveln. Die leveln dann auch nochmal zusätzlich und die kann man auch aufwerten mit, weil wenn man eine Scherbe doppelt bekommt, dann wird der Rang erhöht. Also nicht nur das Level, sondern den Rang kann man auch noch erhöhen. Das heißt, man kann sehr viel farmen in diesem Spiel. Und natürlich, das Schloss ist wieder sehr schön verwinkelt. Also es gab echt eine Stelle, wo ich eine Stunde lang nicht wusste, was ich machen sollte. Genau, das will ich doch sehen. Genau, das will ich doch haben. Richtig, das hatte ich. Vielleicht liegt es an mir natürlich, das kann natürlich sein, aber das hatte ich in Symphony of the Night, gab es immer so, auch in den alten, in den anderen Castlevania, war immer so ein Punkt, wo ich dann immer dachte so, wo muss ich jetzt hin? Weiß ich nicht mehr. Und dann guck mal auf die Karte und guck so, okay, da könnte ich vielleicht hin. Dann gehst du da hin und verdammt, da brauche ich was anderes. Und da, das habe ich in jedem Castlevania gehabt und ich liebe es. Ich finde das toll, ja, dass das da ist. Absolut. Weil ich merke einfach, Castlevania ist wirklich das Metroidvania. Kein Metroidvania, also es gibt viele gute Metroidvania, aber kein Metroidvania ist so wie dieses. Oder wie die Castlevania-Metroids. Einfach, weil die, das Level-Design einfach extra so gemacht ist, dass man verwirrt ist. Das ist nicht einfach, dass man einen Schlauch geht. Klar, es ist Metroidvania, aber trotzdem merkst du bei vielen einfach, okay, nach dem Boss geht's einfach rechts weiter und dann bist du plötzlich im nächsten Gebiet oder das Spiel leitet dich automatisch so nach dem Motto, hey, du hast die neue Fähigkeit bekommen, also geh jetzt hier lang, so nach dem Motto. Das hast du bei Castlevania. Bei dem Bloodstain hast du das nicht. Dann machst du einen Boss fertig und dann kommst du in der Sackgasse und denkst dir, ja, scheiße, jetzt musst du zurückgehen, aber wohin zurück? Also, und deswegen kannst du aber auch viele Sachen schon erforschen, wo du vielleicht noch gar nicht hin musst, weil du aus Versehen irgendwie rechts gegangen bist anstatt links. Links war der Boss, aber du bist rechts lang gegangen und da geht's halt, bis du zu einem Ende kommst. Also es gab viele Stellen, wo ich schon viel früher war und mir dachte, ach, guck mal, jetzt kann ich hier hin, obwohl ich da schon längst war. Und der sagt dir, hey, weißt du eigentlich, wo du da hin musst? Und Miriam sagt dann, ja klar, ich war da schon. Und denkst du, oh, okay, cool. Also die haben das auch so eingebaut, okay, weil du brauchst irgendwann, gibt es einen Zug, auf den du steigen musst, um ins nächste, also in einem anderen Teil des Schlosses zu kommen. Und du musst ein Foto machen. Das Foto hatte ich schon voll früh gemacht und ich wusste nicht, wozu ich das brauchte. Und dann plötzlich sagt er, ach ja, hier, du ach brauchst so, ein, okay. ich kann dir einen Ausweis machen, aber ich brauche ein Bild von dir. So, ja, das Bild habe ich schon. Oh, cool, perfekt. Ja, normal wirst du dann zurückgehen und das Bild machen gehen. Okay. Weil es dann halt noch, es gibt so einen, ich weiß nicht, ob es Dracula sein soll oder so, es gibt auf jeden Fall einen, der heißt OD, wird der genannt, aber es ist ein Vampir. Und ich glaube, das soll so eine, oder Alucard, so ein bisschen soll das sein. Genau, so ein Hommage, der ist quasi, der leiht dir Bücher aus. Und diese Bücher sind, du kannst immer, am Anfang konnte ich nur eins tragen, mittlerweile kann ich zwei ausleihen und das sind einfach Passiv-Boosts, die du machen, nehmen kannst. Du kannst halt immer, der sagt dann, oh, du liest aber viel, hier, dann darfst du mehr Bücher ausleihen. Und dann kannst du halt mehr, das sind im Prinzip einfach nur Stats, die du dir aufwerten kannst, also Items, die du ausrüsten kannst quasi, aber halt dann nur zwei oder drei, aber wenn du die umtauschst, musst du die natürlich zurückgeben und die kann man nur bei dem abholen. Das ist ein bisschen nervig, dadurch muss man immer sehr viel rumlaufen und sich vor allem merken, wo auf der Karte das war. Weil das wird nicht angezeigt auf der Karte, ja, wo der das, war. Ja, das gehört so ein bisschen auch dazu. Richtig, richtig. Also so ein bisschen muss man mit überlegen. Ich habe jetzt 7 Stunden gespielt und habe 50% der Karte aufgedeckt. Sagt mir das Spiel. Ich weiß nicht, ob es mehr als 100% gibt. Weil bei das muss es ja. Richtig, muss vielleicht muss man das ganze Schloss ja zweimal spielen wie in den Original. Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert. Ich denke auch, dass man das so was Ähnliches haben wird. Aber theoretisch, und das gab es bei Symphony of the Night nicht, das, ich weiß aber, dass das in den DS-Teilen war, habe ich das Spiel quasi durchgespielt. Denn ich habe den Endboss schon besiegt. Und dann ganz am Ende kommt dann halt so nach dem Motto, ja, ich habe ihn besiegt und das Schloss ist immer noch da. Ach, kümmern wir uns nicht drum. Game over. Und das ist dann eins der Endings. Und jetzt muss ich herausfinden, was ich anders machen kann in dem Fight. So. Weil der Fight war super einfach. Und das gab es in den DS-Teilen. Ab dem zweiten und im dritten gab es das auch. Dass du bestimmt, du konntest den Boss besiegen. Also als Beispiel in Portraits of Ruin war das, glaube ich. Wo man ja zwei Charaktere gespielt hat gleichzeitig. Da gab es ein Boss, das war ein, das waren glaube ich Zwillinge, ich weiß nicht mehr, oder ein Mädchen oder zwei Mädchen und der Vater hat gesagt, bitte bring sie nicht um. Der Vater war schon tot. Und wenn du die umbringst, dann ist das Spiel vorbei. Dann hast du ein Ending. Und später, wenn du, dann sagt das Spiel einfach, ja okay, Game Over, das war's. Und denkst du so, das kann nicht das Ende gewesen. Das war viel, keine Credits, kein Nichts kam, das kann nicht. Und vor allem, es kommt Game Over, also da stimmt was nicht. Ne? Hört sich schon an wie ein schlechtes Ending. Und wenn du dann nicht diesen Boss angreifst, sondern weiterspielst, findest du irgendwann einen Zauberspruch, mit dem du das Mädchen quasi von ihrem Vampir-Dasein befreien kannst. Okay, ja. Und dann verändert sich der ganze Bosskampf, weil dann einer deiner Charaktere ist ganze Zeit am Zaubern und du musst ihn beschützen in der Zeit. Und dann geht's weiter in der Story. Und genau an so einem Punkt bin ich, glaube ich, gerade angelangt, dass ich den Boss nicht umbringen soll, sondern ihn retten soll, befreien soll oder was auch immer. Ich muss jetzt irgendwas finden, irgendeinen Zauberspruch, irgendwas, damit dieser Bossfight sich ändert, weil der ziemlich einfach war, und dann die Story weitergeht. Und das finde ich ziemlich cool.
Sehr interessant. Dass du halt direkt quasi mehrere Endings siehst, ohne sie zu suchen. Also ich habe jetzt eins der Endings quasi freigeschaltet. Ich habe den Bösewicht besiegt, aber das Schloss nicht befreit quasi. Ne? Gibt es quasi noch mehr Endings? Bestimmt. Also ich weiß, dass Portrait of Ruin hatte, glaube ich, auch 4 oder 5 Mal ist sowas passiert. Okay. Dass du immer dann denkst so, hä? Oder du musst den Kampf anders machen, dass du dann merkst so, ach guck mal, im Kampf, da gab es nämlich auch einen Kampf, wo du gegen einen Boss kämpfst und über ihm war die ganze Zeit so ein Geist. Und wenn du den Boss umbringst, ist das Spiel vorbei. Und dann kommt wieder ein Ende nach dem Motto, aber wenn du kannst diesen Boss einfach ignorieren und diesen Geist angreifen und dann ändert sich wieder alles. Okay. Und da muss ich halt jetzt nochmal in diesen Bosskampf gehen und gucken, ob ich vielleicht irgendwas anders machen kann, weil der wirklich super einfach war. Und ich dachte auch so, das ist der Endboss-Fight? Das geht ja nicht. Der macht kaum Schaden. Das stimmt was. Genau, da wusste ich schon so, nee, das ist nicht das echte Ending. Also, deswegen bin ich gespannt. Es gibt natürlich auch wieder viele Secrets, ganz klar. Die sind ziemlich gut gemacht, weil jetzt haust du einfach gegen die Wand und dann siehst du, dass die Wand so ein bisschen angebrockelt ist dadurch. Und dann weißt du, okay, mehrmals gegenhauen, dann geht sie kaputt. Ich habe auch schon ein Secret-Level gefunden, weil es gibt so Bilder im Hintergrund. Ich habe das Bild von Igarashi schon gefunden. Und dann, wenn man da in das Bücherregal geht, ist man dann im 8-Bit-Nightmare. Und dann spielt man quasi so ein 8-Bit, cool. So ja cool. Oldschool Castlevania spielt man dann. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Und die sind auch nicht schwer zu finden. Also ich hau einfach gegen alle Wände, oben, unten, links quasi. Wenn ich sehe, oh, da bröckelt was, dann weiß ich direkt, okay, hier bin ich richtig, hau mal alles kaputt. Dann kriegt man halt immer Items, Schlüssel und was weiß ich, was kriegt man dafür. Es ist auch knackig, das Spiel, auf jeden Fall. So muss es sein. Die Bosse, also da kann man nicht einfach reinlaufen und XXX drücken, damit man alles umhaut oder Viereck bei PlayStation. Sondern da muss man auch schon ausweichen, weil, ja, ich mache vielleicht so 20 Schaden, aber der Boss, wenn er mich berührt, macht er 60 Schaden. Das heißt, dementsprechend sterbe ich halt viel, viel schneller mit 200 Leben oder so. Also da muss man schon gut aufpassen. Ist aber trotzdem ein fairer Schwierigkeitsgrad, weil die Gegner, die haben halt ihre 3-4 Moves, die sie machen und wenn du einmal checkst, wie man die ausweist, dann ist alles okay, sag ich mal. Und theoretisch könntest du immer noch sagen, okay, ich gehe farmen und kann sich dann stärker machen, also für die, es ist so ein bisschen wie bei Dark Souls, da kann man ja auch sagen, entweder ich lerne den Bossfight oder ich farme einfach 20 Stunden, dann hau ich ihn mit 2 Schlägen um. Gibt ja die Leute, die so oder so spielen, deswegen finde ich die Option immer ganz gut, also ich bin wirklich begeistert, wie gesagt, 7 Stunden, ich würde aber eher sagen 6 Stunden, weil ich halt eine Stunde mal rumgeirrt bin und ganz viele Sachen gefunden habe dadurch natürlich. Ist ein super Spiel, also wenn ihr Castlevania mögt, ob Symphony of the Night, ob Portrait of Ruin, ob Order of Ecclesia, wie das erste für den DS hieß, die sind alle ziemlich gut geworden. Hier ist natürlich deutlich mehr Story, würde ich sagen, was jetzt nicht schlecht ist, und sogar Cutscenes und sowas. Also Cutscenes erinnere ich mich. Sogar Cutscenes. Also wirklich auch, wo die Kamera nicht in 2D ist oder sowas. Die Grafik ist auch recht schön. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist halt, glaube ich, auch Unity Engine ist, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also es könnte besser aussehen, aber es wurde ja schon verbessert. Es wurde ja schon, die Effekte sehen deutlich besser aus. Es sieht halt nicht aus wie ein AAA-Spiel, ganz klar. Es ist ja auch kein, es kostet ja, glaube ich, 30 Euro nur oder 40 Euro, glaube ich, maximal, was total wert ist. Und es gibt auf jeden Fall mehrere Schwierigkeitsgrade, die konnte ich zum Beispiel noch nicht auswählen, die muss man erst freischalten. Es gibt einen zweiten spielbaren Charakter, den David Hater-Charakter, den kann man auch freischalten. Ich weiß nicht, ob er schon da ist oder ob das DLC ist. David Hater-Charakter. Ja, der Zensatsu oder so heißt der. Den kannst du freischalten. Ach so, ich dachte, weil das ziemlich cool selbst. Ja, weil das Coole daran ist, es gibt ja Bloodstains, Ritual of the Night ist ja das Spiel, was wir haben. Und es gibt ja noch das Bloodstained Curse of the Moon. Das ist ja ein Prequel zu dem Spiel. Ja. Das haben die ja heimlich entwickelt und plötzlich war es da. Das habe ich auch umsonst bekommen, weil ich ja Bäcker war, aber das ist ja auch ein recht günstiges Spiel, ist, glaube ich, so ein 10-Euro-Spiel. Und das ist ja mehr wie die klassischen Castlevanias. Ja. Und das ist die Vorgeschichte zum Spiel, weil da spielt man diesen Charakter, diesen Zensatsu oder wie der da heißt, den spielt man da und der benutzt tatsächlich die Moves, die er auch in dem Spiel benutzt. Also man kämpft einmal gegen den ganz am Anfang und da sieht man dann die Moves und denkt sich, wenn man dann das Prequel gespielt hat, weiß man direkt, ach guck mal, das ist der Move und das ist der, oh krass. Und das finde ich ziemlich cool, dass sie die beiden Spiele quasi zusammen gemacht haben. Und so hat man die perfekte Castlevania Experience, weil man hat, weil es gibt ja Leute, die mögen die Metroidvania-Spiele nicht. Zum Beispiel, die sagen, die Original, so Super Castlevania, finden die besser als Castlevania's Symphony of the Night. Ist verständlich, super Spiel trotzdem. Und da kann man natürlich das Curse of the Moon spielen. Das ist halt eher sowas wie Super Castlevania, natürlich grafisch jetzt eher wie die Original-NES-Teile. Und wenn man Metroidvania mag, dann spielt man Bloodstained. Ja, am besten spielt man natürlich beide. Für jeden Geschmack war richtig, alles auf jeden Fall was dabei. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass der Igarashi
vielleicht noch, ich weiß nicht, wie das Spiel endet, ob es da vielleicht eine Fortsetzung geben könnte, aber ich hätte nichts dagegen, noch einen Bloodstained 2 oder noch einen Spin-Off zu bekommen. Vielleicht ein, das mehr so wie Lords of Shadow ist, keine Ahnung. Dann hätten wir alle drei Stile der Castlevania-Spiele in einem. Das fehlt dann noch. Und Bloodstained, deswegen, wer weiß, was das ist. Aber ich kann es echt nur empfehlen für alle Metroidvania-Fans. Das ist quasi der Urvater des Metroidvanias. Und ja, ja. Super, ich finde es besser als Metroid, auf jeden Fall. Also ich fand auch Castlevania immer besser. Besser als Metroid. Ja, Metroid ist auch gut, aber Metroid hat immer Super so... Super Metroid? Ja, Super Metroid ist schon geil, aber ich würde sagen, Castlevania Symphony of the Night ist besser. Vom Stil her. Ja, Super Metroid ist halt einfacher. Die Frage lasse ich dir. Ja, es ist halt einfacher und ich würde jetzt nicht sagen, dass Bloodstained besser ist. Ich würde sagen, die sind ebenwürdig. Super Metroid hat halt einfach diesen Klassiker-Status, deswegen ist es halt schwer da. Das stimmt, da kann man nicht gegen ankämpfen. Richtig, das ist vielleicht mal in 10 Jahren können wir vielleicht nochmal drüber reden, dann können wir mal überlegen, wenn Bloodstained ein Klassiker geworden ist, ob wir dann noch gleich denken. Einfach, ich finde die Metroid-Serie allgemein ein bisschen einfacher als die Castlevania-Serie. Nicht nur, dass die Bosse ein bisschen einfacher sind, auch die ganze Struktur, du weißt direkt, wo du hin musst bei Metroid. Fand ich immer. Das stimmt schon. Und bei Castlevania hast du einfach so Stellen oder jetzt auch Bloodstained, wo du echt dann irgendwann stehst und denkst dir, Leute, was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Und weil es halt so viele optionale Bosse vor allem gibt, die du gar nicht machen musst und dann stehst und denkst dir so, ach guck mal, hier geht's weiter, bringst einen Boss um und dann, ja, ach nee, und jetzt? Nicht weiter. Gut, ich habe einen Boss umbesiegt, aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und das hast du bei Metroid nicht. Bei Metroid sind alle Bosse Pflicht quasi, um das Spiel durchzuspielen. Und das finde ich halt deswegen besser. Aber trotzdem beides. Du hast recht. Deswegen, wenn ihr Fan von einem von beiden seid, ob Castlevania oder Metroid, dann ist Bloodstained auf jeden Fall was für euch. Ich bin auf jeden Fall sehr beruhigt jetzt. Jetzt kann man sich es auch ruhigen Gewissens kann man sich's holen. Auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Also unterstützt diesen Mann, auch wenn er lange gebraucht hat für sein Spiel. Länger, als er eigentlich vorhatte. Aber er hat quasi zwei Spiele. Er hat abgeliefert. Auf jeden Fall abgeliefert. Ja, also Leute haben sich beschwert, dass das Spiel nicht mehr so gut aussieht. Boom, hat er einfach mal ein Grafik-Update gemacht. Umsonst. Ist also, ja auch nicht selbstverständlich. Richtig, richtig. Also der Mann hat auf jeden Fall das verdient, den Lob. Und es ist ein großartiges Spiel. Ich hoffe, ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Ob es ein weiteres Bloodstained ist, ob der jetzt nur noch Bloodstained-Spiele macht. Ich hoffe, es verkauft sich auf jeden Fall gut genug, dass sich eine Fortsetzung gerechtfertigt ist. Auf jeden Fall. Das wäre ziemlich cool. Oder halt ein neues Spin-Off oder was auch immer. Und Shovel Knight ist natürlich auch im Spiel drin, aber er ist kein spielbarer Charakter, glaube ich, sondern er ist ein Dämon. Ja. Danke für die Spoiler. Ja, also ich meine, das hat man ja schon letztes Mal gehört. Und ich dachte eigentlich, er wäre ein spielbarer Charakter, aber es gibt so im zweiten Bereich quasi des Castles kommen tausende Shovel Knights vor. Und man kann ihn sogar beschwören, wenn man seine Scherbe bekommt. Ach so, dann kommt er kurz vorbei. Das ist ja cool. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist er doch ein spielbarer Charakter später, aber DLC. Er ist auf jeden Fall ein Gegner. Genau, DLCs kommen ja auch noch, deswegen. Aber viele davon sind wohl nur Kosmetik, also Charakter-Sachen. Es kam sogar ein Update, während ich gespielt habe. Kam jetzt, ich glaube, vorgestern oder so, kam irgendwie so ein großes 4-Gigabyte-Update oder so. Weiß nicht, weil, da muss man sagen, die Switch-Version ist halt nicht gerade die Läuft die frischeste. Mittlerweile besser? Das weiß ich leider nicht. Also, ich würde es derzeit empfehlen, wenn ihr es kaufen wollt, kauft es euch für PlayStation, PC oder Xbox. Switch-Version, da sollte man vielleicht noch ein paar Monate warten, um zu gucken, ob es dann besser läuft. Könnte man da vielleicht sagen, dass es ein bisschen schlampig war, oder ist es die Engine schuld? Es ist nämlich Unity und die Switch hat so ein bisschen Probleme mit der Unity Engine. Die ist nicht so perfekt dafür ausgelegt. Die ist echt schlecht. Unity ist echt schlecht. Ja, die Unity Engine ist halt so, sie funktioniert überall, und das tut sie auch, aber nicht überall gut. Das ist das Problem. Das kann man, glaube ich, ich weiß halt nicht, ob das Team von Igarashi auch den Switch-Port, die Switch-Version gemacht hat, weil damals, als das Spiel entwickelt wurde, gab es keine Switch. Ja. Oder ob eine andere Firma den Port gemacht hat für die. Das weiß ich nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, wie man da die Schuld geben kann. Was ich erst jetzt auch gemerkt habe, dass WayForward mitmacht, meine Lieblings-Retro. Deine besten Freunde. Deswegen glaube ich, das ist auch ein Grund, warum das Spiel so toll ist. Aber wenn die den Port für die Switch gemacht haben, dann nehme ich alles zurück. Ich weiß es leider nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine andere Firma dahinter steckt und den Port, das Spiel einfach geportet hat und deswegen ist, Kann sein, ja. Das kommt mir auf jeden Fall so vor. Einfach weil als das Spiel entwickelt wurde, ich glaube vor 5 Jahren oder so, wurde das, glaube ich, zuerst das Kickstarter raus. Ich glaube, fünf Jahre ist es schon her. Und er wollte das, glaube ich, vor 3 rausbringen. Vor 2 wollte er es rausbringen. Also eigentlich sollte es nur 3 Jahre dauern, es hat jetzt aber 5 Jahre gedauert. Wahrscheinlich auch wegen der Switch, da halt eine Switch-Version dazu kam. Deswegen kam das Spiel auch, glaube ich, eine Woche später raus für die Switch. Okay. Ist das sogar schon? Ja, doch, das müsste schon raus sein. Aber gut, genug geredet von Bloodstained. Großartiges Spiel, kann ich nur empfehlen. Ich freue mich, weiter zu spielen. Werde ich mir auch noch einverleiben. Da bin ich echt gespannt, was du dazu sagst. Und dann gehen wir doch in die News und Ankündigungen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du denn so gefunden hast.
Ja, da fange ich doch mal an mit was kleinem Feinen. Square Enix hat angekündigt, dass auf der San Diego Comic-Con endlich am 18. Juli wird endlich der Gameplay-Reveal für Marvel's Avengers. Da bin ich sehr gespannt. Ja, aber hast du das Update dazu schon gelesen, dass es nicht publik werden soll? Wie bitte? Ja, ich habe jetzt gelesen, heute oder gestern war es, dass das nur für die Leute, die da sind. Also das heißt, wir Internetmenschen werden es wieder erst nicht dann sehen, irgendwann, aber nicht da. So wie damals mit Doom war das ja auch. Kurz danach, oder? Ja, ich hoffe es mal. Also sie haben erstmal gesagt, dass das, was da gezeigt wird, wohl nur für die Show gedacht ist, nicht für das Internet. Und ich dachte nämlich auch so, hey, endlich. Und nein, die machen es wohl wieder. Ich glaube, wir müssen bis zur Gamescom warten. Nee, so lange können die ja nicht warten lassen, das ist ja da unterschiedlich. Ich verstehe es auch nicht, warum man das heutzutage, also ich meine, gut, auf der E3 ist das was anderes, klar, Hype, dies und das, aber Leute, jetzt müsst ihr es uns zeigen. Und ja, es soll wohl so ein, es wird bestimmt irgendwelche Leute geben, die es aufnehmen irgendwie, sie haben wir ja immer, das ist irgendwelche, aber ja, ich möchte einen offiziellen, coolen Gameplay-Trailer sehen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber ja, ich bin mal gespannt, also das habe ich gelesen, dass das halt ein Update dazu sein soll. Es ist nicht geplant für die Public, also für uns. Das ist ja ein ganz schöner Downer. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja nächste Woche. Naja. Okay. Dann fange ich mal mit den offensichtlichen Sachen an, weil die du wahrscheinlich auch hast. Ein neues One-Piece-Spiel. Das gute One-Piece Pirate Warriors 4 kommt. Man hat nichts zum Gameplay gesehen. Nee, oder? Ja, hat man. Ich meine, gut, man kann sich vorstellen, wie das Spiel sich spielt. Also es ist der vierte Teil, dementsprechend ist es keine Überraschung, dass sie da... aber es ist halt einfach wieder mehr von der Story. Was ich mich frage, hast du mal eins von den Teilen gespielt? Ich hatte es immer vorgehabt, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Okay, weil mich haben die... Ich bin ja One-Piece-Fan und... Na gut, Dynasty Warriors, ich meine, mit Hyrule Warriors oder so habe ich da ein bisschen bessere... ein besseres Bild von, einfach wo ich denke, hey, Hyrule Warriors hat dir Spaß gemacht, du magst One Piece, ich meine, was kann da schief gehen? Mit Ruffy ein paar Leute verprügeln, ist doch cool. mich würde halt nur interessieren, ob der vierte Teil auch die komplette Story hat, also von Anfang bis Ende, oder ob das nur das, was in 3 nicht dabei ist. Also muss ich theoretisch 1, 3 spielen, wenn ich die ganze Story sehe, und dann 4? Oder hat 4 quasi, die fängt ja wieder von neu an? Das wäre, weil ich weiß auf jeden Fall, dass da der neueste Arc dabei ist. Das sieht man ja auch im Trailer. Und das Interessante ist, Xbox. Hey, Xbox ist dabei. Oh, das ist, yay, man muss es leider erwähnen. Man muss es leider extra erwähnen, aber... Das hat mich natürlich dann noch ein bisschen... Weil der dritte Teil, den gab es ja dann irgendwann mal für Switch, kam dann noch raus, diese Ultimate Edition oder so hieß die, glaube ich, mit einem DLC. Und ja, tatsächlich, Pirate Warrior 4 auch. Es gab wirklich kein Pirate Warrior für Xbox? Dynasty Warriors, also es gab nur Dynasty Warriors. Okay. Xbox, die letzten... Aber so zum Beispiel die Samurai Warriors-Spiele gab es, glaube ich, für die Xbox One keine. Orochi gab es noch. 3 und 4, die gab es noch für die Xbox One. Kam irgendein Samurai Warriors letzte Zeit raus? Ja, ich glaube schon. Für die PS4? Ja. Ja, dann kam das nicht für die Xbox. Ich glaube, so viel ich weiß. Weil ich weiß, für die 360 gab es die. Da gab es ja diese Gundam. One Piece Warriors gab es, glaube ich, nicht mal für die 360. Ich glaube, das war nur PlayStation 3 damals. Interessant. Das war nur eine PlayStation-Marke. Also jetzt zum ersten Mal, ich glaube, One Piece Warrior 4 ist das erste. War mir gar nicht so One bewusst. Piece für, ja. Und das ist, ja, es ist Bandai, ja, ne? Muss ja Bandai sein. Dann ist es quasi die Premiere. Ja, da kann man sich ja wirklich freuen. Auf jeden Fall, als One Piece-Fan und dann eigentlich für Xbox, also das sieht auf jeden Fall für mich sehr gut aus, dass ich dieses Spiel, sofern es gut ist, dann auch mal ein Go gebe. Hoffentlich 60 Frames. Gut. Mal schauen. Ja, wird schwierig. Ja. Bei den Spielen. Wer weiß, vielleicht. Hoffentlich. Wenigstens auf der X, auf der Xbox X, come on. So schwer kann das nicht sein. Ja, also bitte, Leute, so schwer kann das doch nicht sein. Das ist dann nur Faulheit. Das auf jeden Fall. Manchmal, ja. So, hier, Warner hat die Batman Arkham Collection als physische Version angekündigt, die in Handel kommt. Beinhaltet Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City und Batman Arkham Knight, aber nicht Origins. Einmal das und Arkham Knight ist nicht auf der Disc drauf. Arkham Knight ist ein Download-Code. Nicht im Ernst. So, ja, das habe ich nachgelesen. Nur im Prinzip ist es die Origins Collection, die ist schon, nicht Origins, wie hieß die? Die Arkham Collection, die gab es ja schon mal mit dem ersten und dem zweiten. Also Arkham Asylum und Arkham City. Ja. Und jetzt quasi als Download-Code kriegst du noch Arkham Knight Game of the Year Edition dazu.
Das ist ja eine Frechheit. Yep. Ist das wirklich bestätigt? Ich habe das gelesen. Ich kann noch mal nachgucken. Das ist ja skandalös schon. Deswegen haben sich da viele Leute aufgeregt und sich gedacht, so, warum soll ich das kaufen? Weil ich dachte mir auch so, ja, eigentlich ganz cool, dann habe ich alles auf Disc, vor allem die ganzen DLCs. Also, und ich habe die anderen beiden habe ich nicht, diese Remakes oder Remaster. Da wollte ich gerade Warner nochmal loben und dann kommt jetzt so eine Wende. Ich guck nochmal nach. Wir können schon mal weitermachen. Jetzt, ich gebe gleich ein Update. Das wäre jetzt wirklich so ein kleiner Twist. Aber das habe ich gelesen. Du hast gerade so zwei meiner News komplett zerlegt. Was ist das mit Absicht? Ja, das ist mein Plan, weißt du. Ich konnte ja alles. Das gibt's doch nicht. Okay, das ist dann, ja, nee, das ist dann wieder, hätte ich mir auch sparen, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht mal erwähnt. Ja, siehst du mal, deswegen habe ich es, glaube ich, nicht, aufgeschrieben. Okay. Aber gut, das ist trotzdem eine, sag ich mal, ein Warnhinweis, sagen wir es mal so. Ich gucke nochmal nach, ob ich das auch wirklich richtig lese, vielleicht habe ich mich verlesen, aber ich gebe gleich ein Update auf jeden Fall. Okay, dann mache ich. Aber sie existiert auf jeden Fall, die Collection, so viel kann man dazu sagen. Ja, so, was habe ich denn? Ja, ich habe was zu Amazon Game Studio. Ich wusste nicht mal, dass es ein Amazon Game Studio gibt, um ganz ehrlich zu sein, weil die, glaube ich, noch nichts wirklich Tolles, Großes gemacht haben, wovon man weiß. Vielleicht haben die irgendwas. Auch jetzt nichts Spezielles. Höchstens vielleicht Mobile Games oder so, und davon sind wir jetzt, sage ich mal, nicht auf dem neuesten Stand. Aber die haben tatsächlich ein neues MMO in Entwicklung zu Herr der Ringe. Ah ja, stimmt. Und jetzt denkt man sich natürlich, hey, Moment, da gab es doch schon mal Herr der Ringe Online, gab es doch, also Lord of the Rings Online. Und das ist wohl nicht dasselbe. Also es ist ein komplett neues MMO zur Herr der Ringe-Lizenz. Für PC und Konsolen soll das erscheinen. Also genaue Daten gab es da jetzt nicht. Ich vermute mal wahrscheinlich schon Next-Gen. Vielleicht ist es so Cross-Gen. Kommt auch mal, wie das Spiel aussieht. Weil man da jetzt, das könnte in den nächsten 5 Jahren rauskommen, das weiß man. Ist ja ein MMO. Deswegen bin ich mal gespannt, weil von Amazon Game Studios kann ich mir noch nichts Großes vorstellen, weil ich einfach keine Ahnung habe, wer da alles. Ich meine, arbeitet da nicht die von Assassin's Creed mit? Ja. Ist sie nicht in dem Studio von? Oder war das Stadia? Das ist, jetzt weiß ich, jetzt bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Ja, die Jade Raymond hieß die, glaube ich, Jade Raymond, ja, genau. Ja, ja. Die auch im Prinzip nur am ersten Assassin's Creed mitgearbeitet hat und danach noch mitgearbeitet, aber dann nie erwähnt wurde. Das war ja damals beim ersten so groß, oh mein Gott, eine Frau, die ein Spiel macht. Das war ja echt so. Die haben die ja echt. Oh mein Gott, was ist? Das war damals noch andere Zeiten, da hat man die ja echt so vorgeschickt, sage ich mal. Aber ich, entweder ist sie bei Stadia oder sie ist bei Amazon, ich weiß nicht mehr. Oder vielleicht war sie bei Amazon und dann zu Stadia gegangen, ich weiß nicht. Aber ja. Ich weiß nur, das Team, das damals das neue Killer Instinct für die Xbox One die erste Season gemacht hat, das war, wie hießen die? Nicht Iron Galaxy? Das war das zweite Team, Double Helix hießen die. Die hat Amazon gekauft. Deswegen konnten die nicht mehr weitermachen an Killer Instinct und deswegen musste Microsoft sich eine neue Firma suchen dafür. Okay, und die haben dann, ob es dadurch besser oder schlechter geworden ist, kann man nicht sagen, weil das Spiel trotzdem großartig ist. Und das weiß ich, dass Double Helix auf jeden Fall ich weiß nicht, ob die jetzt nicht mehr existieren und jetzt Amazon Game Studio sind oder ob Amazon Game Studio was anderes ist. Ist das sowas wie Xbox Game Studios und darunter sind? Ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Keine Ahnung. Man hat leider kein Referenzprodukt, genau, dass man irgendwie so erahnen könnte, ob das gut wird oder nicht. Ja, das ist genau, weil einfach nichts rausgekommen ist, was wirklich groß war. Vielleicht sind da irgendwelche Handy-Games oder was, vielleicht irgendwelche Amazon Fire Games. Ich weiß es nicht, ob die da irgendwelche Games für ihren Reader da haben, exklusiv, aber ja, da bin ich halt gespannt, wie es aussieht. Ja, da kann man gespannt sein. Deswegen, MMO ist immer schwer und dann direkt das als erstes Großes zu machen. Ich bin gespannt, was sie sich da vornehmen. Hoffentlich haben die sich nicht übernommen. Das stimmt. So, auch hier was Schönes, natürlich Netflix meldet sich mal wieder an und machen natürlich zu allem eine Serie und in diesem Fall jetzt zu Cuphead, die Cuphead-Show. Mhm. Und auch die beiden Entwickler, Chad Jarrett und der andere, ich weiß nicht mehr, aber beide Produzenten, die sind quasi Produzenten, als Produzenten tätig an der Serie. Und das irgendwie stelle ich mir das ganz cool vor. Also eine Serie Cuphead erinnert mich so ein bisschen an Itchy und Scratchy. Ja, auf jeden Fall. Sowas in der Art vielleicht. Auf jeden Fall. Aber vielleicht, da kann man, glaube ich, auch gespannt sein. Ich meine, Netflix haut jetzt, glaube ich, auch alles. Die machen auch zu allem eine Serie. Ja, das ist es. Aber da sieht man halt, wie krass Cuphead explodiert ist. Wenn man sich überlegt, das ist ein Studio von 2 Leuten.
Oder vielleicht sind es mittlerweile ein paar mehr Leute, aber das sind ja eigentlich zwei Leute, die an diesem Spiel gearbeitet haben und da ist jetzt Popularität, die kriegen eine Netflix-Serie. Wie gesagt, ich wette. Also wenn Microsoft die nicht kauft, dann sind sie dumm. Weil die haben die ja gerade quasi unter... Eigentlich gehören die denen doch schon. Eigentlich schon, die haben ja die unter den Fetischen und die haben ja sogar denen schon gesagt, hey Leute, macht das Spiel für Switch noch, was ja eine super Idee auch war. Und ja, also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich spätestens im November vielleicht auf der Gamescom schon hören, ja, Microsoft hat die gekauft, weil... Ja, Microsoft, die wollen ja quasi mal diese Käufe, die wollen das schön verteilen. Richtig. Und dann immer sagen, okay, jetzt haben wir den. Und dann, die wollen ja nicht alles auf einmal raushauen. Die wollen natürlich das Stückchen für Stückchen das stimmt. Quasi rausbringen, die News. Und das ist auch okay, ich meine, so bleibt Microsoft auf jeden Fall immer genau. Im Gespräch. Wenn die alles auf einmal raushauen würden, dann hätten wir dann, okay, die haben jetzt 12 neue Studios gekauft, dann hören wir einfach jahrelang nichts mehr darüber. Das wäre ja auch langweilig. Das ist Taktik, das ist alles Taktik. Auf jeden Fall, denke ich auch. Deswegen habe ich das auch gehabt. Jetzt wird es schon bei mir wird's schon eng quasi. Okay, dann nehme ich dann nochmal eins. Okay, dann hau nochmal. Ich habe noch zwei Sachen. Okay, das ist doch gut. Das bislang nur für Switch und PC angekündigte Stranded Sails, Explorers of the Cursed Island, erscheint jetzt auch für PlayStation und Xbox, auch als physische Version. Das ist quasi Pirat, also Harvest Moon mit Piraten. Ah, okay. Das kann man sagen. Ich finde, es sieht so viel mal besser aus als das echte Harvest Moon. Also die letzten Harvest Moon-Teile, das sind noch nicht mehr echte Harvest Moon-Teile. Das ist einfach nur der Name. Ja. Und es sieht echt ganz nett aus, es ist natürlich nicht super detailliert, aber es ist charmant und man kann Dungeons erkunden, man kann natürlich Farming machen, man hat seine Crew, man versucht quasi sein Schiff wieder in Gang zu kriegen, weil man auf einer Insel gestrandet ist. Und es gibt mehrere Inseln, die man erkunden kann. Und es ist, glaube ich, auch ein deutsches Studio, glaube ich, Lemon Bomb Entertainment, ist quasi in Düsseldorf ein deutsches Studio, das da mitarbeitet. Gepublished von Merch Games, die auch natürlich gute Spiele wie Dead Cells und Moonlighter gepublished haben. Also die werden bestimmt keinen Schund publishen. Moonlighter ist ziemlich gut, ja. Und da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Es ist ein kleines, schönes Spiel. Ich mag halt Harvest Moon, ich mag Piraten. Und wenn man beides kombiniert, dann kann ja nur was ganz Nettes bei rauskommen. Ja, manchmal ist es halt vielleicht zu viel, aber ich bin gespannt. Ja, natürlich kann es einmal nicht so gut werden, aber es sieht, wenn man das Gameplay sieht, das sieht schon echt spaßig. Also ich denke, ich hätte schon Bock drauf, sag ich mal. Ja. Das ist besser als Light of Hope. Das stimmt. Hat man halbes Mal Light of Hope gesehen? Ja. Wie furchtbar, das sieht aus wie ein Handyspiel. Ja, es ist ja auch nicht mehr der Originaltyp ist auch nicht mehr dabei, ne? Ja. Der Harvest Moon Macher ist ja schon bei Marvel, ist der jetzt, glaube ich, oder nee, oder ganz woanders, keine Ahnung. Ja, das ist ganz spezielle Geschichte, irgendwie die Namensrechte, die haben ja, glaube ich, ein Harvest Moon, das heißt aber anders, wie hieß das? Story of Seasons oder sowas? Das ist eigentlich das echte Harvest Moon. Das ist das echte Harvest Moon. Weil das ist der Originalmacher, natürlich darf er es nicht mehr Harvest Moon nennen. Aber ja, Leute, die es nicht wissen, die kaufen natürlich Harvest Moon. Eben, deswegen. Das ist das Ding, Harvest Moon, dann kaufe ich das. Das ist halt so wie mit Bloodstained. Die Leute, die nicht wissen, dass das der Original Castlevania-Macher, die würden, wenn jetzt es neue Castlevanias geben würde, würden sie eher das kaufen, anstatt Bloodstained. Das stimmt. Das ist leider halt, wenn die Leute das nicht wissen. Deswegen gibt es Leute wie uns, die das natürlich die frohe Botschaft sagen. Frohe Botschaft, ja, verbreiten. Das stimmt. So, ein kleines Update zu Batman. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen und tatsächlich, the retail disc will only contain Batman Arkham Asylum and Batman Arkham City. Das ist ja schon eine faule... Gamers will have to download Arkham Knight separately. Warum sollte man sich das holen? Das ist halt einfach nur, ja, im Prinzip haben die sich die wollen einfach nur die haben wahrscheinlich zu viele von den Remastern, die sich nicht verkauft haben. Wahrscheinlich. Packen da einfach, gut, dafür kriegt man ein cooles Steelbook, muss man sagen, es ist ein neues Steelbook und ein Skin, den es damals irgendwie super schwer nur zu bekommen gibt, aber klar, das ist halt so Kleinkram. Nee, das reicht nicht. Und dann kriegt man halt einfach einen Downloadcode von Arkham Knight. Interessanterweise, diese Version gibt es auch nur in Europa. In Amerika kommt die gar nicht raus. Also bis jetzt noch. Vielleicht kommt noch eine amerikanische Version raus, wo das vielleicht alles auf Disc ist. Das könnte auch sein, wer weiß. Auf jeden Fall schade. Aber von Warner bin ich besseres gewohnt, muss ich sagen. Also Warner hat jetzt so einen kleinen Knicks bei mir. Das ist, normalerweise bei hier Shadows of War, Definitive Edition, war ja alles auf Disc. Und ja, das ist auch heutzutage keine Selbstverständlichkeit, dass man nochmal das Re-Release macht und quasi alles auf einer Disc zu machen. Richtig, das ist ja im Prinzip auch wieder ein Re-Release.
Ja, und halt aber schlecht. Stimmt, gibt's nicht schon? Gab es nicht sogar eine Game of the Year Edition von Arkham Knight? War da alles drauf? Ja. War da alles drauf oder waren da Downloads? Ich weiß nicht, ob es quasi Downloads Codes waren, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Weil das ist ja dann extrem faul, wenn die da hätten die doch einfach die Game of the Year Disc dazu packen können. Das ist wirklich faul. Also aber ja, wie du schon sagst, die hatten wahrscheinlich die ganzen Lager jetzt noch voll von den ganzen. Ich denke einfach, das hat sich nicht gut genug verkauft für die, und dachten sich, okay, komm, gute Idee, machen wir mal ein Steelbook rein, ein Download-Code rein und fertig. Dann haben wir. Geködert. Also, ja. Wenn Origins noch dabei wäre, dann hätte ich es auf jeden Fall gekauft. Dann hätte ich gesagt, okay. Ich weil auch. So ist das echt, weil Origins. Ja, es ist schlechter als die anderen, aber trotzdem, so schlecht ist es nicht. Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel gewesen. Ja. Auch wenn es buggy war. Ich hätte es schon gern gespielt. Das ja. ist das Einzige, was ich nicht gespielt habe. Ich meine, auf der Xbox kann man es spielen, es ist backwards-kompatibel, also das ist schon mal etwas. Aber ja, das ist schade, dass sie das halt immer Arkham Collection und dann halt der vierte Teil quasi oder das Prequel. Wie kann denn das eine Collection sein, wenn ein Teil fehlt? Richtig, die sollten es Rockstar Collection nennen. Dann würde es Sinn machen, weil das ist halt von denen. Nicht Rocksteady. Rocksteady. Genau. Ich dachte, okay. Ja, nee, dann macht das Sinn, dass das die Batman so? Rocksteady. Aber die Arkham Collection, Arkham Origins, gehört auch dazu. Auch wenn es nicht vom selben Team ist. Schade. Absolut, absolut. Also danke für die Warnung. Ja. Also bis jetzt, schreiben tatsächlich nicht viele drüber. Ich glaube, nicht viele wissen das. Ich habe das halt auch gelesen auf Twitter, glaube ich. Und jetzt habe ich hier nochmal einen rausgesucht, der sogar vor 4 Tagen das geschrieben hat. Also scheint das echt zu sein. Es sei denn, da ändert sich noch was. Das dauert ja noch ein bisschen. Die kommt ja erst im September. Nee. Wer weiß. Klingt schon alles so plausibel. Ja, leider. Aber vielleicht kriegen wir noch was geändert. So, dann haue ich noch mal eine von meinen News raus. Und zwar geht es um Final Fantasy VII, das Remake. Und da hat das gute Xbox-Twitter-Team aus Deutschland ein paar interessante Sachen gemacht. Das ist Xbox-Dach, heißt das. Weil Dach steht für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und die haben getwittert nach dem Motto, hey, Final Fantasy VII Remake, ich glaube 20. März oder sowas, für Xbox, welcher Teil ist euer Lieblingsteil oder sowas? Und ja. Denkst du so, Moment hab mal. Hab ich auch gesehen. War da okay, nicht irgendwas mit First on PlayStation und kommt das nicht zugleich? Und das war derselbe Termin, also es war auch der 3. März oder was auch immer das war und ich denke mir so, also ich erwarte mindestens einen Monat, dass ich warten muss auf die Xbox, aber nicht schon. Wahrscheinlich eine Minute oder sowas. Die haben das natürlich jetzt weggenommen, den Tweet, und Square hat sich auch dazu geäußert und hat natürlich gesagt, nein, wir machen das nicht für andere Konsolen. Klar, das ist so eine typische, nach dem Motto, oh mein Gott, es wurde geleakt, wir müssen es wegmachen. Also ich muss ehrlich sagen, ich erwarte spätestens auf der Gamescom wahrscheinlich oder spätestens im November auf der XO in London von Microsoft erwarte ich eine News, dass das für Xbox angekündigt wird. Ja, vielleicht. Ein paar Monate später. Genau, genau. An. Vielleicht nicht der gleiche Termin. Es sei denn, es hat sich irgendwas geändert. Wer weiß. Nee, also wenn Square das dementiert, dann. Vielleicht, weil sie es noch nicht offiziell sagen wollen, weil es ja ein Leak ist. Leaks werden ja nie offiziell bestätigt, außer bei Ubisoft, weil die dann direkt sagen, ja klar, es stimmt und jetzt hier offiziell. Oder wer weiß, vielleicht der gute Papa Spencer da hingegangen, hat den Scheck auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ey, wir wollen es einen Tag vorher haben. Naja, wenn die schon mit Sony einen Vertrag haben, ja. Dann wird wohl kaum ein weiterer Scheck da. Denke ich auch. Ändern. Also ich denke halt minimal das Kleinste, was passieren könnte, einen Monat später, dass das dann im April kommt, das Spiel für Xbox. Ja, das ist so, was so wie bei Call of Duty zum Beispiel, sind ja auch immer einen Monat die DLCs vorher. Das könnte ich erwarten, weil wir wissen alle, dass es für mehr Konsolen oder für mehr Plattformen kommt, weil es immer hieß, first on PlayStation 4. Das heißt nicht exclusive. Das hieß es selbst damals vor 5 Jahren oder wann auch immer der erste Trailer kam, hieß es immer noch first on PlayStation. Das heißt, eine Xbox-Version existiert. Ja, es wird auch absolut. Eine PC-Version wahrscheinlich existieren. Die wollen ja so viel Geld wie möglich daraus ziehen. Natürlich. Damit Episode 2 dann auch produziert werden kann in den nächsten 20 Jahren. Von daher, fand ich auf jeden Fall lustig, weil das sieht halt nicht nach Photoshop aus. Das ist halt sehr offiziell. Also die haben wahrscheinlich schon die ganze Werbematerialien bekommen von Square für die Xbox-Version. Aber da hat einfach einer zu schnell, da hat der Praktikant einfach auf Go gedrückt und das war der Fehler. Der durfte erst nächstes Jahr auf Go drücken. Ja, hoffentlich musste er keinen neuen Job suchen. Ja, hoffen wir es mal, weil das ist halt, das ist natürlich ein Fehler, das kann mal passieren. Ist es aber trotzdem interessant. Das kann passieren. Es ist halt etwas, was eigentlich erwartet war von uns allen, dass es natürlich auch auf der Xbox kommt und wahrscheinlich auch auf dem PC. Aber ja, es ist trotzdem lustig, wie die Situation dann aussieht. Ich fand's auch witzig. Ja, auf jeden Fall. So, Supermassive Games, die guten Macher von Until Dawn, haben angekündigt, dass The Dark Pictures Man of Medan einen Multiplayer haben wird. Stimmt, habe ich gesehen. Das finde ich sehr cool. 2 Modis soll es geben.
Einmal Online-Korb für 2 Spieler und einmal Couch-Korb, wo man quasi den Controller einfach weiter rumreicht. Letzteres ist nett, aber der Online-Korb finde ich deutlich interessant, weil man gleichzeitig spielt und jeder an unterschiedlichen Orten eigene Entscheidungen treffen kann. Man denkt ja, bei Horror-Games funktioniert Koop nicht so gut, aber das könnte tatsächlich gut funktionieren und das würde ich schon gerne wirklich spielen. Gerechnet habe ich damit jedenfalls nicht. Nee, hätte ich auch nicht. Also es hört sich echt cool an, weil man halt dann entscheiden kann, ob man anderen helfen soll oder sich selber helfen soll. Weil, fürs Überleben, denke ich mal. Das ist echt eine coole Idee und das könnte richtig, es könnte schon, die planen ja quasi 8 Episoden sind geplant. Ja, das sind ja mehrere Serien auch, ne? Das ist ja quasi Anthology. Genau. Deswegen, ich bin gespannt, weil Until Dawn war ziemlich cool und vor allem jetzt Multiplattform. Also nicht exklusiv, es kommt für mehrere Systeme, also auf PC, Xbox und PlayStation. Auf jeden Fall ziemlich cool. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ist schade, ich hätte gerne den Couchkorb so mit Splitscreen oder sowas, weil so ein Spiel spiele ich halt gerne mit meiner Freundin. Wir werden ihn trotzdem ausprobieren im Multiplayer. Das überhaupt gibt. Ja, genau. Für so ein Spiel halt cool. Erwartet man das nicht. Das auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir werden auf jeden Fall ausprobieren. Und dann berichte ich auf jeden Fall, ob der Couchkorb gut ist oder nicht. Sehr gut. Es gab ja bei Beyond Two Souls, gab es ja auch Korb, aber nicht gleichzeitig. Ja, das war so ein ganz komischer Korb. Das stimmt. Das kann man nicht vergleichen. Und hier ist es wirklich gleichzeitig. Und das finde ich sehr interessant. Ja, das gleichzeitig auf jeden Fall online hört sich sehr lustig an. Also da bin ich echt gespannt. Das macht auf jeden Fall dann, denke ich mal, mehr Sinn, das mehrmals durchzuspielen. Ja, man absolut. Einfach dann sieht, was man kann einen anderen Charakter machen oder dementsprechend versuchen, entweder alle zu retten oder zu sagen, hey, fuck it, ich bringe euch alle um, Hauptsache ich überlebe. Hört sich auf jeden Fall lustig an. Das stelle ich mir echt spannend vor. Ja, also, ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel. Kommt ja auch schon bald. Stimmt. Auch nicht mehr. So, ich habe, wie viel hast du noch? Ich habe nur noch die große News. Ich habe auch jetzt kleine. Ich kann die auslassen. Komm, weil hau die kleinen raus. Die sind nicht so wichtig. Gut, dann hau die kleinen raus. Komm, hau sie rein. Na gut. Also, die sind gut in der Zeit, deswegen hau sie raus. Gut, Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition wurde für die Switch angekündigt. Oh, ja. Beinhaltet Cyber Sleuth und Hacker's Memory. Finde, das sind gute Spiele. Auch wenn viele jetzt sagen, was soll der Scheiß? Ohne Scheiß, ich bin jetzt nicht der größte Digimon-Fan, aber das ist im Prinzip Pokémon nur anderes Kampfsystem, sag ich mal. Absolut, kann man so zusammenfassen. Und die Digimon sehen in ihrer Ultraform immer total aus wie Max oder sowas. Also das ist schon ganz cool. Aber spielerisch sind das ja coole Taktikspiele. Das sind wirklich ganz richtig gute Spiele. Ja, die machen einfach Spaß. Und ich mag ja Taktikspiele und es ist mir egal, ob es jetzt Digimon ist. Es muss jetzt nicht Digimon sein, aber. Doch egal. Ja, Anime ist egal. Ob es jetzt Pokémon ist, ob es Digimon ist, ob es keine Ahnung, was Yokai Watch ist. Was ich gucke da nicht so drauf. Richtig. Ich gucke einfach nur auf das Spiel. Ich finde vor allem sehr interessant, dass der nächste Teil, ich weiß nicht, wie der heißt, heißt es Survive oder so? Digimon Survive? Stimmt, Survive, das wird ja quasi jetzt verschoben. Genau, das ist ja das auch nächste, was rauskommt. Und das kommt sogar für Xbox. Bis jetzt. Echt, tatsächlich? Bis jetzt. Wer weiß, ob sich da noch was ändert. Aber es ist offiziell angekündigt auch für das Xbox. Was ich schon interessant finde. Finde ich sehr gut. Deswegen, es sieht echt sehr gut aus. Es sieht richtig gut aus. Ein Taktik-RPG. Ich hoffe, es läuft gut auf der Switch, weil das wäre ein Spiel, was ich mir holen würde. Weil ich mag ja auch Taktikspiele und deswegen wäre ich dabei. Auf jeden Fall. Und ich habe das als Kind tatsächlich mal die erste Season geguckt, von daher erinnere ich mich noch an den tollen Song da und dann dieser kleine, dieses komische kleine Vieh, das sich dann am Ende in diesen krassen Engel verwandelt hat, wo du dachtest, das ist eigentlich voll der Schwache gewesen und dann, genau, und wenn der dann in seiner Ultraform war, war das so eine Hardcore-Super, und dann später konnten die auch noch Fusion machen und Gott, das ging ab. Also es ist wie Pokémon. Es ist cool. Wirklich, ich mag die Digimon immer noch. Ja, also, ich finde es auch. Das ist eine coole Idee. Und der Song vom ersten war immer noch sehr cool. Der deutsche Song, der war ziemlich cool. Absolut. Deswegen. Absolut. So, was hast du noch? Das war's. Achso, okay. Oder war? Nee. Ich hab noch was. Auch noch was. In Exile Entertainment hat endlich das Release-Datum für The Bard's Tale 4 Director's Cut bekannt gegeben. Digital erscheint es am 27. August und am 6. September als Handelsversion. Die PC-Version soll ja viele Probleme gehabt haben, aber ich hoffe, dass das Gröbste jetzt aus der Welt geschafft wurde und dass man es jetzt genießen kann auf Konsole. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ohne Scheiß. Ich habe mir da einen Trailer angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass das ein First-Person-Dungeon-Crawler ist, das Spiel. Ey, das sieht so interessant aus. Und ich liebe First-Person-Dungeon-Crawler und dachte mir, holy crap. Waren die vorigen Teile waren aber was anderes, oder? Oh, da fragst du mich. Die waren, glaube ich, so Action-RPG. Also ich glaube, irgendein Teil war ein Action-RPG für, ich glaube, den gab es sogar...
Da war ich nicht, da bin ich nicht so sehr investiert. Das waren ja PC-Sachen. Nee, ich glaube, es gab irgendeinen Teil, ich glaube den ersten nicht, ich glaube den zweiten oder den dritten gab es, glaube ich, auf PlayStation, Xbox oder so. Okay. Ich meine, ich habe so ein Bild im Kopf gerade und das ist ein Konsolenspiel. Das kann sein, das kann sein. Oder 360 so. Und deswegen, ich meine, das war mal, also ich glaube, einer der Teile war so ein Action-RPG, ich weiß, die anderen weiß ich nicht. Und als ich das gesehen habe, deswegen war für mich so, ja, okay, komm, ist nichts für mich. Und ich gucke so und denke so, oh mein Gott, das ist ein First-Person-Action, geil, ich bin dabei. Ey, das, wirklich? Ja. Ey, sowas habe ich auf Konsole noch gar nicht gespielt. Es gibt ein sehr gutes, das ich nun, also, was gute Wertungen hat, ich habe es noch nicht gespielt, weil es im Game Pass ist, von den Machern von diesen Pinball-Spielen. Zen Pinball, ich glaube, so heißt die Firma, ist glaube ich auch Zen. Okay. Die haben eins rausgebracht. Ich versuche das für nächste Woche anzuspielen, dann sage ich dir, ob das gut ist, weil das ist im Game Pass, deswegen habe ich das. Und okay, den Namen weißt du aber nicht. Nee, der war ein bisschen länger. Nächstes Mal. Genau, beim nächsten Mal vielleicht. Aber ich versuche es anzuspielen, weil das ziemlich cool aussah, das habe ich mir runtergeladen, soll sehr gut sein. Also es gibt ein paar, wenn man guckt, gibt es ein paar westliche. Es gibt natürlich, wenn du japanische Dungeon Crawler suchst, dann gibt es gute. Dann gibt es wirklich gute. Zum Beispiel für die PS4 bei dir Demon Gaze 2. Dir. Ziemlich gut. Also ich habe den ersten auf der Vita gespielt. Das ist richtig gut. Ist natürlich auch sehr viel Anime-Waifu-Gedöns, dass man jetzt die Dämonen auch daten kann und sowas im zweiten Teil. Aber die sind echt gut. Und da gibt es halt noch mehr Heroes of irgendwas? Heroes of Legends oder so? Oder Legends of Heroes? Aber das ist ein älteres Spiel, da kommen jetzt zum Beispiel Remakes raus. Also es gibt ein paar gute, es gibt tatsächlich ein japanisches Exklusiv. Okay, das gucke ich mir mal an. Da habe ich mal mit geliebäugelt, aber da habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Demon Gaze, der erste hat mir echt gut gefallen und wie gesagt, ich mag das Genre sehr. Klar, wenn du ein 3DS hättest, dann würde ich sagen Aetherian Odyssey, das ist glaube ich immer noch so das Nonplusultra, aber die haben zum Beispiel gar keine Story. Die sind halt wirklich so, okay, hier ist der Baum oder hier ist der Dungeon, das war's. Das ist die ganze Story. Und den musst du willst einfach nur in das letzte Stockwerk kommen und da den Boss besiegen. Das war's. Das ist die ganze Story. Es sei denn, man nimmt die Aetherian Odyssey Untold. Das sind dann Remakes von den Originalen, also von 1 und 2. Die haben, dann gibt's dann einen den normalen Classic-Modus oder den Story-Modus. Da haben die dann einfach Story eingebaut zwischen den Levels. Aber es ist im Prinzip dasselbe Spiel, nur dass sie versucht haben, Story da rein zu quetschen. Ah, okay. Da kommt der nächste Teil dann ja wahrscheinlich für die Switch. Also vielleicht bist du dann dabei, wer weiß. Aber Demon Gaze 1 war großartig, hatte Story, hat coole Funktionen gehabt, die ich in den anderen Spielen nicht gesehen habe. Also die Firma hat auch mehrere Spiele gemacht, aber viele für Vita haben die gemacht. Die Experience heißt die Firma, glaube ich. Okay. Die machen gerade wieder einen neuen, ich weiß nicht für welches System. Ich glaube auch für PlayStation 4 und Switch. Aber für Vita haben die, ich glaube, 4 Spiele habe ich von denen für die Vita, weil die echt viele gemacht haben. Und sogar eins für die Xbox One Exclusive. Oh, ja, ein japanisches Spiel, das es natürlich auch auf der PS Vita gibt, aber in Japan gab es das Exclusive. Das gibt es nicht bei uns, nur digital, physikalisch gibt es das in Japan für Xbox Sword of Stranger City oder so heißt es, glaube ich. Was auch ziemlich gut ist. Und das ist eigentlich ein Remake von einem exklusiven Xbox 360 japanischem Spiel, wo man sich denkt, what the fuck happened there? Wie hat sich dieses Spiel verkauft auf der 360 in Japan? Wie verkauft sich das auf der Xbox One? Wie ist das möglich? Warum gibt es das Spiel nicht für PS4? Also für die Vita gibt es das mindestens. Das ist schon kurios. Das ist super kurios. Ja. Und vor allem, da ist zum Beispiel ziemlich cool gewesen, dass du zwischen zwei Artstyles auswählen konntest. Ein Fantasy-Spiel, du konntest dann mehr so ich meine, realistischen, so Witcher-Look haben oder Anime-Waifu-Look, wenn du haben willst. Dann sehen die Charaktere alle mehr so wie Standard-Animes aus oder halt mehr so realistisch Fantasy quasi. Fand ich sehr cool, also sehr gutes Spiel. Also es gibt viele gute Dungeon-Crawler und wie gesagt, diese eine ist doch gerade wieder in neu. Was also, mit Steampunk? Wie gesagt. So eine Anime-Version würde ich auch vielleicht eher spielen, ist halt das ist halt das Einzige, was mich an diesem einen Dungeon Crawler, von dem ich geredet habe, von den Zen-Studios oder wie die heißen, wenn das Anime wäre, hätte ich es direkt gespielt. Das ist halt so, ich mag diesen, deswegen mag ich halt Demon Gaze, weil es einfach, klar, es ist Anime-Waifus und ne, dies und das, die ganzen Tropes sind da drin, aber es sieht einfach. Kann ich hinwegsehen. Genau, es sieht halt cool aus, deswegen will ich das lieber spielen, anstatt halt hier mit. Kann ich verstehen. Und die Storys sind da meistens so ein bisschen abgefahrener, die Dialoge und sowas, dass sie dann über Bullshit reden und das ist dann lustiger, anstatt dass sie dann, oh mein Gott, das ist alles ernst, das ist Fantasy und alles geht der Weltuntergang und denkst du so, ich kann das nicht ernst nehmen, das ist mir zu viel, mir zu trocken. Dann habe ich dann lieber ein bisschen Anime-Slapstick. Ja, das stimmt. Ja, das stimme ich dir auch mit dir überein. Das ist irgendwie. Weiß nicht, das spricht mich irgendwie mehr an. Deswegen Demon Gaze und das kostet auch nichts. Das kriegst du, glaube ich, für 15 Euro schon nachgeschmissen. Das ist jetzt vorgemerkt, ja. Demon Gaze. Kann ich, also es gibt nur den zweiten leider für PS4, den ersten gibt es nicht, so viel ich weiß. Aber es gibt noch ein paar andere, wie gesagt.
Schade, aber gut. Gutes Spiel. Immerhin. Gut, dann denke ich, haben wir alle kleine News. Dann haben wir nur noch, sage ich mal, eine etwas größere News. Die größte News dieser Woche, denke ich mal. Und zwar gibt es eine neue Switch. Wer hätte es gedacht? Eine neue Switch. Die war schon sehr, sehr lange gerumort. Und Nintendo hat gesagt, nein, wir machen keine neue. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und dann, ach, guck mal, hier ist eine neue Switch. So, hä, wo kommt die denn her? Das war wirklich aus dem Nichts. Ja, die kam einfach so plötzlich, ach ja, sie ist da. Und dann so, okay, warum habt ihr nicht bis zu Gamescom gewartet? Das wäre ein bisschen größer, aber okay. Die Switch Lite heißt das gute Stück, ist quasi eine kleinere Switch, die nur portabel ist und kostet 200 Euro oder 200 Dollar, ich glaube den europäischen Preis weiß man nicht, aber ich vermute 229, echt? 229. Also ja, das haben die bestimmt gemacht, weil die Switch ja auch 330, also 329 kostet. Macht die Frechheit aber nicht umso kleiner. Also diese extra 30 Euro sind da auf jeden Fall, der Kurs ist mittlerweile fast 1 zu 1. Also 200 Dollar sind eigentlich fast 200 Euro. Vielleicht minimal mehr oder weniger. Ich muss ehrlich sagen, als ich es gelesen habe, dachte ich erstmal, cool. Weil wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber geredet, wo ich dann gesagt habe, ich benutze meine Switch ja sehr viel portabel, muss ich sagen. Also es gibt Ausnahmen, natürlich, wenn wir Smash online spielen, klar, dann spiele ich an dem Fernseher. Aber sonst bin ich sehr, sehr viel mobil damit. Also ob ich im Bett vorm Schlafen gehen nochmal eine Runde Octopath spiele oder irgendwas. Oder ich bin gerade beim Arzt oder im Wartetermin, dann habe ich die dabei. Oder irgendwas, ich sitze in dem Zug zur Uni. Ne, also solche Sachen ist halt perfekt. Oder in der Uni selber quasi, wenn man dann zwischen den Vorlesungen irgendwie eine Stunde Zeit hat, bumm, kann man die raushauen. Aber da war immer für mich der große Nachteil, ey, die hält halt nicht lange. Also die hält echt. Das stimmt. Man sagt ja im Durchschnitt, Breath of the Wild ist ja eins der, sag ich mal, ein bisschen vorderen Spiele, hält ungefähr 3 Stunden. Aber um das. Wirklich, 3 Stunden hält es. Ich wollte gerade sagen, um diese 3 Stunden hinzubekommen, musst du aber auch, glaube ich, auf Dunkel spielen. Ohne Sound, ohne alles quasi. Weil ich schaffe, Octopath Traveler hält bei mir meiner Meinung nach nur 2 Stunden. Und das ist kein grafisch aufwendiges Spiel. Deswegen weiß ich nicht, wie die diese 3 Stunden bekommen. Und ich weiß es auch nicht. Deswegen dachte ich mir, hey, vielleicht könnte man die so als portable Konsole sich holen. Weil der Preis ist jetzt okay, 230, gut, das kann man dann, sag ich mal, in einem halben Jahr oder so, kriegt man da wahrscheinlich auch irgendein Bundle 200 mit Spiel oder so. Aber die hält auch nur 1 Stunde mehr. Das ist nicht so viel mehr. Das ist, also für die 100 Euro, die man sich spart, weil die haben es dann auch getestet und Nintendo sagt selber dann, ja, Breath of the Wild hält dann 4 Stunden. Ich denke mir so, nein, das hat schon vorher nicht mal 3 Stunden. Ich wollte gerade sagen, also, aber, ne. Das hält jetzt vielleicht 3 Stunden. Richtig. Hätten die mir gesagt, hey, jetzt geht das auf 7-8 Stunden, hätte ich gesagt, okay, das ist das, geil, ich bin dabei. Das war was. Ja? Und noch eine Red Flag für mich ist einfach, dass sie auch schon jetzt sagen, nur Spiele, die im Handheld-Modus gespielt werden können, sind kompatibel. Und da denke ich mir so, wow, gibt es Spiele, die man nicht im Handheld-Modus spielen kann? Also, in diesem das Ankündigungsvideo alleine war ja schon, wurde ja so viel Sachen gezeigt, die das nicht kann. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, so Spiele wahrscheinlich wie One-Two-Switch. Da machst du ja viel mit den, das wirst du wahrscheinlich nicht spielen können. Gut, macht auch keinen Sinn. Dann dieses Boxing-Spiel gibt es ja, dieses Fitness-Boxing, glaube ich, heißt das. Das ist ja auch komplett Motion-Control, deswegen, weil die hat ja keine Motion-Control, wenn ich das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Es hat kein Rumble. Und nicht mal, also, Rumble. Es hat keine Motion-Control, es hat eigentlich sehr wenig. Gut, Features. Rumble macht Sinn, weil dadurch sparst du natürlich wieder Strom. Ja gut, wenn du es, dann kannst du es halt freiwillig abschalten, aber ja, die Option wäre natürlich da, geht ja auch bei der großen Switch, kannst ja auch die Dings. Aber ja, eben. Und das Schlimmste ist halt, du kannst sie gar nicht an den Fernseher anschließen. Ja, komplett, es ist also, einfach komplett Handheld. Ja, und da denke ich mir so, weil wir haben ja schon mal darüber geredet, ich weiß nicht, wie viel Podcast es her ist, aber da dachte ich mir auch so, ja, ich würde mir so eine mobile kaufen, die kleiner ist, weil ich finde die toll, dass die kleiner ist, weil die Switch ist, sage ich mal, nicht klein, die passt nicht mal eben so in die Hosentasche und die sieht tatsächlich aus wie so eine Vita im Prinzip, von der Größe her auch so und, und ich finde die Vita ist einer der besten Handhelds, auch wenn es spielerisch nicht die beste ist, aber halt vom Design her und alles. Deswegen dachte ich so, wow, und vor allem ist ein Steuerkreuz. Es ist ein freaking Steuerkreuz dabei. Es hat ein Steuerkreuz, tatsächlich. Was die, ich meine, es macht Sinn, dass die Original es nicht hat, weil man diese Controller ja als einzelne Controller benutzen kann. Da wird ein Steuerkreuz keinen Sinn machen. Aber ja, das ist halt cool. Man kann sie aber nicht abnehmen, klar. Macht auch Sinn, ganz klar. Aber, also vielleicht, bis jetzt sagen sie, es geht gar nicht. Vielleicht bringen sie irgendwann mal einen Adapter raus oder sowas. Aber jetzt schon zu sagen, es geht nicht, dann sage ich so, ja, dann brauche ich sie auch nicht. Weil ich will wenigstens die Option haben, dass sie nicht in den Dock passt. Okay, das ist klar, weil die kleiner ist. Aber dann gib mir doch wenigstens irgendwie einen Adapter oder sowas, dass ich das dann anschließen kann, weil dann brauche ich die ja überhaupt nicht. Selbst als Zweitkonsole, wozu?
So hätte ich tatsächlich überlegt, so hey, vielleicht als Zweitkonsole, weil die dann halt einfach mehr Akku hat, auch wenn es nur eine Stunde ist. Kleiner ist, also besser zum Transportieren. Aber so denke ich mir, dann nehme ich einfach meine normale mit. Weil da kann ich mir auch einfach einen extra Akku oder eine Powerbank mitnehmen. Dann habe ich auch mehr Speicher. Also ich muss da dir beipflichten. Also dafür, dass man jetzt aktuell 70 Euro Ersparnis ja. hat und so viel weniger Features hat und du kannst es nicht am Fernseher. Richtig. Du kannst, es hat den Namen Switch nicht mal mehr verdient. Richtig, wollte ich gerade sagen. Nichts. Ist das überhaupt noch eine Switch? Du kannst ja nicht switchen. Es ist Nintendo Live, ja. Du musst es mal so nennen. Das ist einfach der neue 3DS ist das im Prinzip, nur ohne DS. Also mich hat es jetzt wirklich jetzt nicht so umgeblasen. Nee. Das ist irgendwie so, ja okay, ja. Wenn Leute wirklich nur das unterwegs spielen, weil alles klar, die keine Switch haben, okay. Aber dafür, dass das so viel weniger kann und du eigentlich nicht wirklich viel Ersparnis Richtig. Hast. Richtig, die 100 Euro, die du ersparst. Du bezahlst einfach ein bisschen mehr und hast einfach so viel mehr Richtig. Features, hast so viel mehr Möglichkeiten. Und ich würde sogar sagen, du sparst noch nicht mal wirklich 100 Euro, weil mittlerweile kriegst du die Switch ja eigentlich kaum noch ohne Spiel für denselben Preis. Ja. Das heißt, für die 100 Euro, die du theoretisch weniger zahlst für die Lite, kriegst du nur die Lite. Und so kannst du dir für 100 Euro mehr kriegst du die normale Switch plus noch irgendein Spiel. Mittlerweile ein oder manchmal gibt es sogar Angebote, wo die zwei, drei Spiele noch dazu packen. Sind vielleicht nicht genau die Spiele, die du haben willst, aber hey, immerhin. Es ist Content. Richtig. Und du kannst halt alles spielen. Wer weiß, wie die Zukunft ist. Wer sagt dir, dass du Metroid Prime 4 im Handheld-Modus spielen kannst? Ja, ne? Wie eingeschränkt ist denn das in diese Version? Weil da mache ich mir halt Sorgen. Das ist halt für mich so das Größte, wo ich denke so, oh, okay, du wirst gar nicht alle, eventuell, wenn du Pech hast, sagen die, ja, Metroid Prime 4 ist halt einfach zu krass, das kannst du halt nicht. Genau wie damals bei der Wii U, Donkey Kong Tropical Freeze, war ein offizielles Spiel, ein First-Party-Spiel von Nintendo, was nicht den zweiten Screen benutzt hat. Und sonst hieß es immer ja, jedes Spiel benutzt diesen Screen, weil das war ja das Feature dieser Konsole. Und da haben sie einfach gesagt, ja, der wird ausgeschaltet. Und dann denkst du so, das ist ein First-Party-Spiel. Zelda Breath of the Wild, glaube ich, sollte eigentlich eine Karte haben auf dem Screen. Die wurde entfernt, damit die Wii U-Version nicht mehr Features hat als die Switch-Version. Okay. Wurde natürlich nie offiziell bestätigt, aber klar, man hat in den ersten Videos gesehen, dass da eine Karte war auf der Wii U-Gamepad und dann dadurch quasi ein Feature mehr hatte, aber die wollten natürlich die Switch-Version mehr verkaufen. Dann haben wir gesagt, nö, ist die gleiche. Und ja, und da mache ich mir halt Sorgen, was ist dann, wenn du dann so eine Switch Lite hast und dann heißt, dann spielst du, keine Ahnung, Bayonetta 3 und dann steht da ja nicht kompatibel mit der Lite. Dann denkst du so, bitte was? Okay. Was soll das denn? Wozu habe ich die dann? Richtig, wozu richtig. Ich die dann? Weil dann brauche ich auch keine Lite. Also das ist so, einerseits fand ich die News. Das ist ein Risikohandheld ja. einfach. Also, du bist nicht wirklich für die Zukunft gerüstet. Richtig. Du weißt halt nicht, okay, kann ich die kommenden Spiele überhaupt da quasi spielen? Muss ich mir noch eine normale Switch irgendwann kaufen? Also muss ich zwei Switches haben irgendwann? Vielleicht ist das der Trick. Ich glaube, diese Konsole ist auch mehr für Japan gemacht. Weil die habt schon wieder diese bunten Farben, genau wie damals der DS oder sowas. Das ist so typisch Japan, weil die wollen ja immer 1000 Farben haben von ihren Konsolen. Gelb, weil, Türkis, richtig, grau. Die Vita hatte das ja auch eine Zeit lang, damit die sich dann besser in Japan verkauft. Und das hat ja auch gewirkt. Und dann bringen die natürlich auch zu uns die Farben. Aber bei uns ist das eigentlich egal, den meisten auf jeden Fall. Es gibt ja sogar so eine Pokémon Special Edition, kommt ja auch raus von der Lite schon. Und das hört sich einfach an so nach dem Motto Japan. Die Japaner, weil die benutzen die wahrscheinlich zu 100% nur als portable Konsole. Die benutzen die gar nicht am Fernseher. Und das scheint für mich einfach, dass die daraus eine Vita 2 machen. Und die Vita läuft ja gut oder lief ja gut in Japan. Ja. Und ich glaube, deswegen machen sie die auch kleiner, logisch, weil die besser dann in die Hosentaschen packt, damit die Leute einfach die besser in der Bahn spielen können und sowas. Was ein cooles Feature ist. Aber ich bin ja im November in Japan, dann ist das Ding schon raus, dann kann ich zähle, wie viele Leute ich sehe mit einer Switch oder mit einer Switch Lite. Das wird dann der Test sein, genau. Wie viele Leute damit rumlaufen. Wenn ich da dann alle damit rumlaufen sehe, dann weiß ich, dass die sich wenigstens in Japan gut verkaufen. Also ich finde natürlich die Option mittlerweile gut für jemanden, der jetzt noch keine Switch hat, der kann sich dann immer auch entscheiden, möchte ich nur Handheld spielen, möchte ich am Fernseher spielen. Also im Prinzip möchte ich Multiplayer spielen oder möchte ich kein Multiplayer spielen. Weil ja, Couch-Koop kannst du halt nicht mit der Lite machen. Ich hatte ja eigentlich erwartet, dass es so langsam den DS ablösen würde. Ja. Aber nee, das löst nicht wirklich den DS ab. Das sagen die ja auch immer noch, dass der DS nicht tot ist. Aber der DS kriegt schon, ich glaube, dieses Jahr nicht ein neues, oder? Ja doch, der hat, glaube ich, ein, zwei neue Spiele bekommen. DS ist quasi am Totlaufen. Also da kommt, wenn wir auf den nächsten E3, wir haben auf der E3 nichts für den 3DS gesehen, deswegen ist es vorbei. Da wird jetzt nichts Großes mehr kommen.
Vielleicht noch irgendwie ein Port von irgendeinem Spiel, was für die Wii U rauskam oder sowas, also was Älteres eventuell. Aber das war's. Ja, aber ich würde unterwegs eher DS spielen. Also ich würde, ja. Es gibt ja immer noch bestehende oder Spiele. Vita, ja. Und, oder Vita. Weil die einfach länger halten. Weil die so eine Vita, die hält, wenn du es alles richtig einstellst, kannst du da 10 Stunden rausholen. Aus dem DS kannst du auch locker 10 Stunden rausholen. Schon exorbitant. Deswegen, Unterschied. Kommt auf die Version an, die du hast von der Vita oder halt von dem DS. Und da kannst du halt viel, weil die Spiele auch nicht so hochwertig sind, dementsprechend verbrauchen die auch nicht so viel Strom. Und hier hast du ja im Prinzip hochwertige Spiele, spielst du aber auf einer Konsole, die eigentlich viel zu kleinen Akku hat. Da müsste ja eigentlich eine Powerbank müsste da eingebaut sein direkt. Also 5 Stunden für eine, rein auf Handheld ausgelegt, sollte 5 Stunden ja mindestens. Eigentlich schon. Minimum. Ja. Und 3 Stunden. 4 angeblich drei bei Breath of the Wild. Nein. Ich glaub's auch nicht. Ich krieg ja bei Octopath Traveler schon kaum 3 hin. Yeah, deswegen glaube ich es auch nicht, dass da Breath of the Wild, aber es ist wahrscheinlich echt Breath of the Wild mit alles auf dunkel, du kannst quasi nichts sehen, Sound existiert nicht, keine Ahnung, Rumble aus, alles aus. Dann vielleicht, okay. Aber sonst, ja. Aber es wird sich verkaufen. Ja, natürlich. Wie gesagt, die Option ist da, deswegen, ich finde es gut, dass es eine Option gibt, aber man sollte auf jeden Fall genau wissen, was man will, weil es kann sein, dass wir die nächste Generation der Spiele bei der Switch dann sagen, nö. Der Lite funktioniert das nicht mehr, dass du dann einfach mal 50% der Spiele nicht mehr spielen kannst. Vor allem bei Third Party. Ne, wirst du, Doom geht ja noch. Aber wer sagt, dass Doom Eternal nur im Handheld-Modus? Ja, vielleicht sagen die irgendwann so, nee. Das weiß man halt nicht. Richtig, weil Doom ist ja schon so ein Spiel, was überhaupt ein Wunder ist, dass das Spiel existiert auf der Switch. Klar, es ist eine schlechtere Version als die PS4, PC und Xbox-Version. Aber trotzdem, und die kannst du ja bis jetzt auch in beiden Versionen, also docked und undocked. Ja. Die Frage ist, wird der nächste Teil, der ja dann theoretisch noch krasser ist, wird der immer noch im Handheld-Modus spielbar sein? Wird die Lite die überhaupt spielen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die es schon bestätigt haben. Und ja, und das wird halt immer so eine Frage sein, hey, ich habe die Lite, darf ich das nächste Smash Brothers oder darf ich Metroid Prime oder Breath of the Wild 2 überhaupt spielen? Kann ich das überhaupt? Und das ist für mich so halt, ja. Interessanterweise habe ich auf einer anderen Seite gelesen, oder was, die offizielle Nintendo-Seite. Da habe ich nämlich gelesen, weil mich das mit dem, das macht, stört mich eigentlich am meisten, dass du nicht weißt, ob du jedes Spiel spielen kannst. Dann stand aber irgendwo, ich weiß wie gesagt nicht, ob es die offizielle Nintendo-Seite war oder eine andere Seite, dass es hieß, wenn das Spiel nicht den Handheld-Modus unterstützt, kannst du einen Pro-Controller anmelden. Und dann denke ich mir so, aha. Hä, wie soll das denn dann funktionieren? Die ist dann trotzdem undockt im Prinzip, weil die hat auch keinen Ständer. Der Ständer ist auch weg. Ja, stimmt. Also die ist quasi eigentlich nur für die Hand gedacht. Die ist nicht dafür gedacht, dass du sie aufstellst und dann mit deinem Pro-Controller spielst. Aber dann steht auf dieser Seite, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, welches war, dass du halt bei Nicht-Spielen, die nicht im Handheld-Modus sind, kannst du einen Pro-Controller anstellen. Und denke ich mir so, das macht aber keinen Sinn, der Pro-Controller ist doch dann trotzdem noch im Handheld-Modus. Also ich glaube, das ist ein Fehler von der Seite gewesen oder vielleicht falsch übersetzt oder sowas, weil das macht keinen Sinn. Das macht wie spielst du ja ohne Ständer? Ja, du kannst ihn ja nicht aufstellen, das heißt, das ist ja echt Quatsch. Du musst dir halt dann so eine Tasche kaufen, die halt so einen Ständer hat im Prinzip. Dann nimmst du doch die originale Switch mit, statt diese. Ja. Das ist doch völliger Quatsch. Das sind so viele Einschränkungen, wo du dann sagst, weißt du was, das ist mir alles zu viel, ich kaufe mir einfach. Kauft euch einfach die normale Switch und wenn ihr die Portable mehr benutzen wollt, kauft euch, es gibt von, ich glaube die Firma ist Nico oder so, gibt es ein richtig gutes Akku-Pack, was im Prinzip eine Powerbank ist. Da kann, angeblich kann man da bis zu 10 Stunden rausholen aus dem Ding. Und das 10 kann, Stunden. Und das, die kann man, die wird natürlich dadurch schwerer, die Switch, klar, weil du einen Akku nochmal nicht einbaust, aber dran baust, die kann man so festmachen. Den will ich mir nämlich auch noch kaufen, bevor ich nach Japan fliege, damit ich den Flug überlebe mit meiner Switch. Aber ja, ich glaube, es ist echt besser, sich die normale Switch zu kaufen und dann halt eventuell, wenn man wirklich sagt, ey, ich spiele die andauernd nur Handheld-Modus, dann kauft euch einen Akku, eine Powerbank oder sowas. Der löst das Hauptproblem einfach. Richtig. Ist dann zwar ein bisschen nerviger, weil man nicht alles in einem Gerät hat, sondern man hat dann noch ein extra Gerät, wie gesagt, eine Powerbank. Aber mittlerweile sind die Powerbanks auch so günstig und die gibt es ja schon in Rucksäcken eingebaut mit Solarenergie. Habe ich schon gesehen. Ist doch perfekt, ne? Also, was will man mehr? Ja, eigentlich schon. Das ist die einfache, bessere Lösung. Ja, ist zwar ein bisschen mehr Geld investiert, aber ihr seid auf jeden Fall sicher, alle Spiele könnt ihr spielen. Bis sie dann irgendwann die Switch Pro ankündigen, wer weiß. Und dann müsst ihr vielleicht wieder bangen. Ach, also eine XL-Variante wird auf jeden Fall nächstes Jahr bestimmt kommen. Ja, die ist dann so groß wie das. Ja, ich weiß nicht, ob sie XL, meinst du, die wird noch größer? Also was heißt XL? Also eine Pro-Version quasi, also eine X oder was auch immer. Ja, ich denke auch. Also ich denke auch, dass die dann vielleicht nächstes Jahr die schon ankündigen. Ja, spätestens wenn, klar, die müssen ja irgendeine, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein Konkurrenzprodukt zu Scarlett und PlayStation 5 anbieten. So nach dem Motto, hey, ja, neue Konsolen sind da, aber wir haben auch eine bessere Version.
So nach dem Motto. Und dann ist halt die Frage wieder, wie kriegt das Nintendo hin? Also machen sie es dann, weil beim 3DS haben sie es auch gemacht. Es gab ein New 3DS, der minimal stärker war. Und einen zweiten Analogstick zum Beispiel, hatte so einen kleinen Knob, das darf man gar nicht Analogstick nennen, das Ding. Sieht auf jeden Fall extrem kacke aus, aber tatsächlich, wenn man sich dran gewöhnt, kann man damit recht gut spielen. Also Monster Hunter und so läuft echt gut damit. Aber es gab Spiele, die exklusiv für den New 3DS waren. Zwar nur zwei, ich persönlich würde sogar sagen drei, aber offiziell gab es nur zwei, und zwar Fire Emblem Warriors und Xenoblade Chronicles. Ja. Das sind die einzigen Spiele, gut, Fire Emblem Warriors, beides Ports im Prinzip von anderen Spielen, weil Xenoblade ist von der Wii und Fire Emblem Warriors ist von der Switch. Und die konnte man nicht auf einem normalen 3DS spielen. So, wenn die jetzt eine Switch Pro machen, wird es dann Pro-Exklusivspiele geben? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sag mal so, ich hoffe es nicht, weil die Xbox X macht das ja auch nicht und die PlayStation Pro hat es ja auch nicht gemacht, aber wer weiß. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das haben die jetzt mal mit dem neuen, der ist jetzt mal probiert. Okay, hat nicht funktioniert, das lassen wir jetzt mal lieber fallen. Ja, weil es einfach große Verwirrung war. Ich meine, so Leute wie wir verstehen das. Einmal die Packung ist schwarz und da steht ganz groß drauf, New 3DS. Ja, also das heißt, ganz klar wurde es getrennt. Aber ich gehe jetzt immer von der normalen Hausfrau aus, die jetzt sieht, der kleine Timmy möchte Fire Emblem Warriors haben für den 3DS. Hat nur, und sie weiß gar nicht, was das ist, sondern ich kenne das von meiner Mutter. Als ich früher jünger war, hab ich mir Wunschzettel gemacht für Weihnachten und Geburtstag und ich habe immer mir aus dem Otto-Katalog die Bilder rausgeschnitten und die aufgeklebt. Weil ich wusste, dass wenn ich da hinschreibe, ich möchte Zelda Ocarina of Time haben, da hat meine Mutter keine Ahnung, was das ist. Die kann das nicht aussprechen und die weiß gar nicht, was das ist. Also hat die dann ein kleines Bild da und ist dann in den Laden gegangen, Kaufhof, was weiß ich, wo die das gekauft hat. Vorgezeigt. Und hat dieses Bild gezeigt. Hat dann gesagt, das möchte mein Sohn. Dann stand das da mit einem Bild und dann hat sie auch immer das Richtige gekauft. Genau so habe ich es früher auch gemacht. Weil das war die einfache, weil ich wusste, ich habe ab und zu mal was draufgeschrieben und dann habe ich ein falsches, also was heißt ein falsches Spiel? Ich habe ein anderes Spiel, was ich wollte, was dann egal war, was trotzdem gut war, weil ich mich trotzdem gefreut habe natürlich, weil man freut sich über jedes Videospiel. Weil jedes Videospiel, egal wie schlecht es heutzutage ist, war damals godlike. Ich habe scheiß Spiele gespielt und habe sie geliebt, weil ich nichts anderes hatte. Aber klar, meine Mutter hatte ab und zu mal was Falsches gekauft und dann habe ich halt angefangen, Bilder zu machen, damit es halt kein Versehen gibt. Weil dann anstatt habe ich es mir für einen Gameboy gewünscht und habe es dann für, keine Ahnung, für ein anderes System bekommen oder sowas und dachte mir so, okay Mama, das müssen wir nochmal umtauschen. Woher soll meine Mutter wissen, was ein Gameboy, okay, ein Gameboy kannte sie aber, ne? NES, Super NES, Mega Drive, die hat doch keine Ahnung davon, weißt du? Ja, deswegen. Und um diese Leute geht's. Und ich wette, da sind echt viele Leute, dann haben dann Xenoblade Chronicles gekauft und wussten gar nicht, dass der Sohn gar keinen oder die Tochter gar keinen. Da gab's bestimmt viele Beschwerden. Kann ich mir vorstellen. Und deswegen, wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch in Japan oder in anderen Ländern. Und ich denke, deswegen haben sie das eingestellt, dass es nur zum Glück zwei Spiele, wie gesagt, meiner Meinung nach drei Spiele, Hyrule Warriors läuft extrem schlecht auf dem normalen DS. Ich hatte den direkten Vergleich, weil ich das Spiel quasi gekauft habe, als ich mir einen neuen DS gekauft habe. Das ist die eine Frechheit, die sich auf jeden Fall. Da haben sie nicht draufgeschrieben, dass das Spiel scheiße läuft auf dem normalen DS. Auf dem 3DS lief das sogar besser als die Wii U-Version, weil das waren konstante 30 Frames. Sogar mehr als 30 Frames. Und die Wii U-Version lief nicht auf konstanten 30 Frames. Aber die, wenn du das mit dem normalen DS gespielt hast, wofür das eigentlich ausgelegt war, hast du es so 12 Frames? 10? Ein Armutszeug. Also, das war unspielbar, meiner Meinung nach. Deswegen ist das für mich eine Frechheit. Das ist so ein bisschen wie bei The Last Guardian für die PS4. Wo ich auch sagen würde, das ist quasi ein Pro-Exclusive, würde ich schon fast würde sagen. Würde ich auch sagen, ja. Weil es ist zwar spielbarer als Hyrule Warriors auf dem DS, aber trotzdem man will eine Pro dafür. Man muss sich mit sowas nicht abfinden. Richtig, richtig. Es ist eine Frechheit, dass es existiert und nirgendwo erwähnt wird. Nintendo ist normal für Kundenfreundlichkeit eigentlich bekannt. Ja. Und das sind so, die haben auch sich ein paar Schnitzer erlaubt. Auf jeden Fall. Nintendo ist nicht perfekt, keiner ist perfekt. Microsoft macht viele Schnitzer, Sony, Xbox, Sega, Nintendo, alle. Alle haben schon mal irgendwas gemacht. Ich meine, Sega macht keine Konsolen mehr. Also die haben nicht nur einen Fehler gemacht. Dementsprechend, niemand ist perfekt. Und das ist auch gut so. Weil das ist die Konkurrenz. Die gucken sich alle gegenseitig das ab. Wenn der eine was gute Idee hat, denkt sich der andere, hey, das können wir auch machen. Das ist ein Konzept. Ja, daher, absolut. Man lernt ja auch aus Fehlern. Richtig. Und dadurch wird im Allgemeinen, wenn unsere Spiele besser, unsere Konsolen werden besser, unser Service wird besser. Von daher, wir gewinnen am Ende. Am Ende gewinnen die Gamer, das ist richtig. Das ist auch schöner Zusammenfassung. Genau, das ist ein schöner Schluss für den heutigen Podcast. Moment! Oh mein Gott. Moment, ich hab noch eine kurze Frage. Die Analogsticks, sind die besser oder sind die gleich schlecht? Ich glaube tatsächlich gleich schlecht.
Wirklich? Sind das nicht, wenn die besser wären, dann, also richtige Analogsticks. Ich meine, das ist schon mal ein Steuerkreuz. Das ist ja schon mal steuerungstechnisch ja, besser. Ja, okay, aber die ich mag die Analogsticks von Joy-Con. Ich finde die ganzen Joy-Con echt schlecht. Ja, das sowieso, aber. Ich muss die irgendwann mal austauschen. Man kann die ja modden bis zum geht nicht mehr. Ja, eigentlich schon, aber ich will das natürlich. Ja, man will natürlich original lassen, ne? Klar, sobald meine Garantie ausläuft, werde ich die. Ich gucke mir gerade mal nochmal ein Bild an. Weil die sahen schon ein bisschen anders aus. Also, sie haben eine andere Farbe. Die sind nicht schwarz. Die sahen auch ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt vielleicht richtig analog sind und nicht diese. Ja, also von der Seite von diesen Bildern sehen die ein bisschen höher aus. Als wenn die ein bisschen weiter rausgucken. So ein bisschen wie so Gamecube, sage ich mal. Weil das wäre wie, also das könnte schon so einen kleinen Unterschied ausmachen. Auf jeden Fall. Das Spielgefühl, das fühlt sich einfach bei der normalen Switch nicht gut an. Die Joy-Cons sind wirklich nicht. Muss ich leider sagen. Ja, die sind auch bedürftig. Da könnte man auch besser machen. Wird man mal, ich glaube. Also ich gucke mal, wie gesagt, die Gamescom ist ja nächsten Monat. Vielleicht kann man die da mal antesten. Vielleicht kriege ich. Weiß nicht, ich habe meinen Kontakt mal noch nicht erreicht. Der hat mir noch nicht gesagt, ob der mir was für Nintendo gebracht hat. Ja. Aber ja, klar, wenn ich die da sehe, werde ich die auf jeden Fall mal austesten, weil die Buttons sehen auch ein bisschen anders aus, finde ich. Die sehen so ein bisschen größer, irgendwie die Oberfläche besser aus. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auch, die Entfernung sieht auch höher aus vom Stick zu den Buttons. Also ich meine, ich gucke jetzt auch nur auf ein Bild, das kann natürlich einfach nur die virtuelle Version sein. Optische Täuschung. Ne? Richtig, genau. Das ist ja im Prinzip nur ein virtuelles Bild, das bearbeitet wurde. Wer weiß, ob das wirklich hier identisch ist. Aber ja, aber man muss dazu sagen, sie sieht schön aus. Das muss ich da sagen. Die sieht schick aus. Sehr, sehr schick. Also deswegen, ich vergleiche sie sehr gerne mit der Vita und ich fand die Vita ziemlich gut. Vom Designpunkt. Selbst die Originalversion oder die Slim, beide sind sehr schön gewesen. Auch die PSP damals, bis auf natürlich, dass der Stick ein bisschen kacke war. aber da konnte man sich dran gewöhnen. Das ist also wirklich ein sehr schickes Design. Das alleine zieht mich. Aber das hatte auch der 2DS zum Beispiel. Es gab ja immer mal so einen zweiten 2DS, den sie nochmal rausgebracht haben, ohne 3D zum Beispiel. Das war ja deswegen 2DS. Der sah auch ziemlich schick aus. War zwar nichts mehr für mich, weil ich mir denke, gut, ich benutze keinen 3D, aber ich möchte gerne die Option haben, es zu benutzen. Deswegen, ich bin halt jemand so, ja, ich benutze es nicht und eigentlich, ne, sage ich ja auch, ich spiele eigentlich viel Mobile, aber dann sage ich so, ja, aber ich hätte gerne die Option, dass ich jederzeit sagen kann, ich kann meine Switch einfach in den Dock stecken. Was sie machen müssen, sie müssen einen fucking neuen Dock rausbringen. Mini-Dock. Dieser Dock ist beschissen. Die sollen einen neuen Dock rausbringen, weil der ist echt kacke. Da hast du recht. Der ist echt nicht wie gut. Man, nicht. Drei USB-Dinger. Ein billiges Stück Plastik. Richtig. Da nur ein paar Stecker dran sind, das war's. Es fehlt ein vierter. Man kann an dem Switch-Dock nicht zu 8 Smash Brothers spielen. Das ist so lächerlich. Geht nicht, weil du kannst nicht zwei Adapter anschließen, weil du kannst quasi nur eineinhalb anschließen, weil dir fehlt ein zweiter USB-Stick. Der kam auf die Seele. Keine Ahnung, die haben nicht dran gedacht, dass es, oder bringt einen neuen Adapter. Gut, theoretisch kann man zu 8 spielen, das muss man zurücknehmen, weil man ja Pro-Controller benutzen kann. Aber man kann nicht mit 8 GameCube-Controllern spielen. So, lass es mich so ausdrücken. Deswegen, diesen normalen Dock für die Switch, und der ist auch, ich habe immer Angst, dass ich meine Switch kaputt gehe, weil die wackelt da so drin, ne? Ja, die steckt da nicht ja. richtig fest. Also den sollten die mal überarbeiten. Dafür würde ich sogar Geld ausgeben, Nintendo. Gib mir einen guten Dock, wo ich einfacher an die Steckpunkte rankomme und mit mehr. Der kann, so schwer kann es nicht sein. Ja, der wirkt echt wie so ein Prototyp. Ja. Das ist nicht so ein marktreifes Ding. Das ist unser Motto, okay, wir haben die Switch rausgebracht. Ach ja, die muss ja auch irgendwie an den PC, an den Fernseher angeschlossen werden. Das muss so einfach wie möglich sein. Schnell klöppeln wir zusammen. 3D-Drucker hat einer auf Go gedrückt. Hier, nehmen wir das. Okay, machen wir. Massenproduktion. Okay, passt rein. Alles klar. Richtig. So hört sich das für mich an. Ja, das stimmt. Weil es gab ja, oder ich weiß nicht, ob es den schon gibt, so Kickstarter für so einen Adapter, den du einfach unten reinsteckst, anstatt den Dock zu benutzen, was super praktisch ist fürs Mitnehmen. Aber dann hast du natürlich die ganzen USB-Anschlüsse nicht. Aber das könnte man ja erweitern. Deswegen hoffen wir mal, dass sie da was machen. Aber ja. Vielleicht bei der XL war. Genau, bei der Pro-Variante da gibt es einen neuen Dock, dann würde ich mir tatsächlich. Und vielleicht hat die da auch mal hier so einen Anschluss für Internet. Doch, dass man extra nicht, dass man noch so einen. Ja, der verbraucht ja auch wieder einen USB-Anstecker, weißt du? Das ist doch. Ich war schockiert, als ich erfahren habe, dass das keinen hat. Echt, so kompliziert. Mir war das gar nicht bewusst. Bei Nintendo ist es echt kompliziert, da irgendwie was Normales zu machen. Wenn du nur Singleplayer spielen willst, on the go. Bestes Ding überhaupt, aber wenn du anfängst online zu spielen und auf dem Fernseher. So viel Zubehör. Auf jeden Fall. Kein Wunder, dass sie so günstig ist. Oder in Anführungsstrichen so günstig. Nein. Eigentlich ist sie ja schon recht teuer, wenn man es überlegt. Bei einer Xbox oder einer PlayStation mittlerweile, klar, kriegt man die eh schon günstiger. Aber da ist auch alles dabei. Da brauchst du nichts mehr.
Außer Spiele. Ey, du zahlst 200 Euro für eine PlayStation oder Xbox Air und du hast alles. Ja, richtig. Und du brauchst noch theoretisch, wenn du noch einen ordentlichen Controller brauchst, du eigentlich bei der Switch, weil klar, die Joy-Cons sind nett, aber. Kommt noch dazu. Komm mal, ja. Eigentlich brauchst du einen Pro-Controller oder sowas. Ja, das deswegen, ja. Ist nicht perfekt, das Gerät, aber trotzdem lieben wir die Spiele, deswegen haben wir eine. Und ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Nintendo, ja. Macht mal ein bisschen mehr. Aber ja, wie gesagt, schick sieht sie aus. Selbst diese Pokémon-Version sieht auch sehr schick aus mit den Grau. Hinten hat man die Pokémon. Also designtechnisch, ja. Das kann Nintendo. Auf jeden Fall. Wenn Nintendo was kann, dann das. Auf jeden Fall. Also sie sieht schon geil aus. Ich hätte irgendwie, ist so nach dem Motto, die sieht schon cool aus, ich hätte gerne eine. Aber nicht, wenn die jetzt 150 kosten würde. Oder 120. Okay. 150 hätte ich direkt. Fair. Dann hätte ich eine zweite gekauft. Dann hätte ich gesagt, Nintendo, ihr habt mich, ich kaufe sogar eine zweite Switch. Einfach für on the go. Dann habe ich halt eine, die ich mitnehmen kann und eine, die ich hier lassen kann. Und es ist auch noch nicht klar, was auch noch ein bisschen blöd ist, mit dem Transferieren. Das ist noch nicht 100%. Also es wird, soll wohl gehen, dass man den gleichen Account auf beiden Switches haben kann, aber noch gibt es wohl keine offizielle News dazu. Dann auch wieder so eine Sache, wo man sich denkt, so Nintendo. Ja. Wenn ich meine das ist ganzen Selbstverständlichkeit, richtig. Leute. Wenn ich meine ganzen Download-Spiele, gut, ich habe jetzt keine, aber es gibt ja Leute, die viel Download-Spiele auf ihrer Switch haben. Wenn die nicht transferieren können auf die Lite, dann bringt die Lite nichts mehr für diese Leute. Wirklich, dann bringt die wirklich nichts mehr. Weil dafür ist sie ja da, dass ich meine Download-Spiele dann on the go spielen kann. Und wenn das dann nicht geht, ja, dann. Vielleicht. Das, doch, das Ding muss ein Laufwerk haben, ne? Das muss ja die Spiele, oder ist die digital irgendwie, ne? Oder gar nicht. Haben die dazu was gesagt? Hat das einen Cartridge-Slot? Also ich doch klar. Ja, ich denke, ich meine. Also wenn das kein hätte, dann kannst du es wirklich in die Tonne kloppen. Das ist ja echt. Ich sehe. Nee, ja, doch da. Ja, ja. Ich habe ein Bild von der also oben, da muss, sieht man einen. Das muss ja. Nee, die sieht von oben sieht die gleich aus, auch mit den. Ja, ist alles gleich. Gut. Dann haben wir genug über die Switch Lite geredet. Deswegen sind wir auch schon was fortgeschritten und machen hier auch erstmal Schluss für heute. Und haben es dann doch noch geschafft durch recht wenig News. Da hat uns die Switch, da hat uns Nintendo gerettet, also müssen wir sie auch ein bisschen loben. Danke, Nintendo. Genau, dass wir das hinbekommen. Ja, vielen Dank für euch alle, die ihr zugehört habt, zugeschaut, was auch immer hat. Und dir natürlich auch, Kave, dass du es geschafft hast, diesen Podcast zu strecken. Ach, unseren stets zu wäre schwer gewesen, nur mit meinen News. Ja, und ja, uns bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Hoffentlich nächste Woche ein bisschen mehr Action. Also es geht auf jeden Fall aufwärts, ich spüre es. Ja, ich glaube auch. Gamescom steht ja vor der Tür, ist quasi noch ein Monat. Ich werde ja auch da sein und hoffentlich interessante Sachen finden und du bist unser Mann vor genau, Ort. Ein paar News raushauen, dass ich da was interessant, vielleicht ein paar Sachen, die nicht im Internet stehen, wer weiß vielleicht, was ich da alles erzählen darf und was ich bekomme. Wie gesagt, ich versuche so viele Termine wie möglich zu bekommen, egal ob AAA oder Indie. vielleicht finde ich da ein paar Perlen, die von denen noch niemand gehört hat. Das hatte ich schon die letzten Jahre auch immer so Termine, wo man sich denkt, ich verlasse mich auf dich. Aber mal schauen, was mein Kontakt mal mir so an interessanten Titeln da holt, hoffentlich auch ein paar große Sachen, weil ich würde gerne, vielleicht kann ich Square Enix kriegen und kann da eigentlich mal Avengers sehen. Bitte, und bitte. Hoffentlich, ja, wenn es dann nicht wieder public ist. Und ja, Switch Lite wäre natürlich auch interessant, da mal zu sehen, wie sie sich anfühlt. Aber ja, das ist ein Monat, deswegen denke ich, da kommen auch ein paar News. Wie gesagt, wir haben da ja auch die Jeff Keighley Show für die Gamescom extra. Stimmt, das ist ja der die Game Awards macht. Deswegen der, ich denke mal, der macht da nicht einfach eine Show, um einfach nur was zu zeigen, was wir schon kennen, sondern ich glaube, der könnte da ein paar neue Trailer, Teaser raushauen von Spielen, die wir vielleicht niemals sehen. Aber hey, egal, wir haben sie wenigstens gesehen. Ich habe Hoffnung. Ich bin auf jeden Fall. Deswegen. Könnte das auf jeden Fall eine interessante Gamescom dieses Jahr werden. Und bis dahin gehen wir wieder ins Internet, durchsuchen uns nach den neuesten Infos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Ciao.